Guten Tag, wir befinden uns in Leipzig. Hinter mir bzw. vor mir ist das Amt für Statistik. Hier müssen wohl alle Bewerber, alle Parteien, die sich für den Stadtrat aufstellen lassen möchten, ja vorher anmelden und Unterschriften leisten. Ja, die Freien Sachsen jetzt hinter mir machen hier eine, was kann man sagen, Wahlkampfveranstaltung unter dem Motto "Stürmt mit uns das Rathaus". Versucht man heute hier Unterschriften zu sammeln und dann eben auch Kandidaten für das Rathaus hier in Leipzig stellen zu können. Ja, es gab auch Aufrufe aus linken Kreisen, sich heute dieser Demonstration nicht entgegenzustellen, aber sie zumindest zu beobachten, sagen wir es mal so. Losgehen sollte das hier eigentlich um 10. Es ist jetzt ein gutes Stück nach 10. Ja, was es da für Gründe gibt, werden wir noch herausfinden. Die Demonstration ist bis 16 Uhr hier angekündigt. Ich weiß aber noch nicht, ob ich bis 16 Uhr hier auch sein werde. Führen wir erstmal ein Interview mit dem ersten Menschen, den ich heute hier mit einer Sachsenmütze gesehen habe. Aber das machen wir jetzt nicht, solange hinter mir noch dieser LKW läuft. Und da ist er weg. Sehr gut. Bitte. Gut, dann. Schönen guten Tag. Sie sehen so aus, als ob Sie Zeit haben. Etwas, ja. Sie haben keine Angst vor einer Kamera, hoffe ich? Nein. Sehr gut, das ist ja auch nichts abgesprochen. Warum sind Sie heute hier? Ja, ich will heute für die Freien Sachsen unterschreiben, damit die in das Rathaus kommen in Leipzig. Mhm. Ne? Und jede Opposition ist wichtig für diesen Staat. Okay. Ne? Was schätzen Sie, was passiert hier heute? Ja, es wird bestimmt lustig werden, ne? Und viele Unterschriften. Okay. Hoffe ich. Ne? Sie haben auch eine freie Mütze, eine freie Sachsenmütze auf. Das weiß man ja wahrscheinlich schon, in welche Richtung Sie da eher tendieren werden. Warum die Freien Sachsen? Ja, ich sag mal so, die brauchen jede Opposition braucht Unterstützung. Und ich komme zwar aus Thüringen, geborener Thüringer, aber in Sachsen jetzt wohnhaft. Ne? Das muss man unterstützen. Okay. Neben dem unterstützen Sie, wie mir scheint, auch noch die Friedenstaube. Und jawohl. Sie unterstützen Schrift, die ich nicht lesen kann, mit einer palästinensischen und einer israelischen Flagge. Und das heißt Frieden. Ach, das ist einmal auf Arabisch und einmal auf Jüdisch. Ne? Auf Israelisch, ne? Heißt Frieden. Ah. Und die beiden müssten Frieden machen, aber es ist halt schwierig. Ne? Wie überall. Ja. Es ist gar nicht so einfach, ja. So viel Hass und Gewalt und alle wollen sie eigentlich nur das Gute. Ja? Jawohl. Ja. Gut, dann vielen Dank für deine Zeit. Gibt es noch was Sie loswerden möchten? Alles schick. Alles schick. Ne? Okay, dann. Viele Unterschriften. Viele ne? Unterschriften. Dann ist jetzt der Stand auch schon aufgebaut. Jawohl. Hier. Zumindest im Groben. Dann gucken wir mal, wenn hier etwas Leerlauf ist, dass man vielleicht noch mit den Freien Sachsen ins Gespräch kommt. Da die Demonstration ja hier bis 16 Uhr geht, haben wir da wahrscheinlich auch noch genug Zeit. Ich denke wohl nicht, dass ich bis 16 Uhr hier sein werde. Ich denke es nicht. Mal gucken. Heute. Mach dann mal wieder los. Ja, dann alles, tschüssi, Gute. Alles Gute. Komm gut nach Hause, ne? Jawohl, mach mal. Ja, heute ist auch der Jahrestag von Bianca Witschel, die seit einem Jahr jetzt im Gefängnis ist. Aufgrund der. Ihr wird unterstellt, dass sie Maskenatteste falsch ausgestellt haben soll. Das wird ihr zur Last gelegt. Ja, wahrscheinlich auch noch andere Sachen, aber wohl das hauptsächlich. Ja, und da sitzt sie jetzt seit einem Jahr im Gefängnis. Ja, auch ziemlich verrückt. Ja, und da ihr Jahrestag ist, wird es heute auch eine Demonstration geben. Ich glaube in Moritzburg, aber da poste ich dann nochmal was auf meinem Weichreite-Kanal auf Telegram, wenn ich da genauere Infos habe. Wer bezahlt diesen Bürgergeldempfänger mal den Friseur? Lol, ich beziehe gar kein Bürgergeld. Und ich mag meine Haare. Neues Video von Anthony Lee. Er knallt so viel Wahrheit raus. Der Hammer. Ja. Anthony Lee, das ist doch der Reporter, der zu Putin gegangen ist, um mit ihm das Interview zu führen. Ja. Auch wild. Das war bestimmt auch gar nicht so einfach. Mörder aber erlaubt in Deutschland, ja. Bürgergeldempfänger.
Liebe Grüße aus dem Südharz. Ja, liebe Grüße aus Leipzig. Möchtest du mein Schwiegersohn werden? Kommt auf deine Tochter drauf an, würde ich mal sagen. Nein. Frauen. Jetzt sind Frauen erstmal genug. Vielleicht. Ja, aber gerade gesagt, eine Viertelstunde dauert das hier noch, bis alles aufgebaut ist. Sind schon die ersten Wahlhelfer hier vor Ort. Aber ich glaube, wir können mal vielleicht noch kurz mit ihm reden. Ja, laufen Sie nicht weg! Laufen Sie nicht weg! Laufen Sie nicht weg! Stopp! Stopp! Hallo, ich bin Reporter. Ich versuche hier ein bisschen über die Demonstrationen und Menschen zu berichten, die in Kontakt mit den Freien Sachsen stehen. Hätten Sie vielleicht kurz eine Minute Zeit, mir Ihr Bild so ein bisschen zu schildern, warum Sie heute hier sind? Oh, nicht unbedingt. Von wo sind Sie? Selbstständig, denn? Wirklich. Ich mache das frei. Wir sind live auf. Wem geben Sie das dann? Wir sind live auf YouTube. Das wird live berichtet. Ich schneide damit nichts. Alles, was Sie sagen, können Sie tun. Und welcher Kanal ist das? Weichreiter heiße ich. Ach, krass. Krass. Ja, krass. Hast du es tausendmal angeguckt? Keine Angst vor der Kamera, hoffe ich. Nee, das nicht. Aber ich weiß nicht, was ich sagen dafür, soll. Dafür bin ich ja da. Ja. So, tausendmal angeguckt und nie gesehen, das Gesicht. Okay. Ja, genau. Warum sind Sie heute hier, wenn ich fragen darf? Na, wir haben jetzt Unterstützungsunterschriften geleistet für die Freien Sachsen. Und das lief alles glatt? Ja, super freundlich und alles. Okay. Das Motto lautet ja Sturm aufs Rathaus. Meinen Sie, das funktioniert? Na, ich denke schon. Also, wir tun auch ein bisschen was dazu. Ja. Okay. Mhm. Wissen Sie, wer der Kandidat dann später sein würde? Nee, noch nicht. Noch nicht. Aber wir hoffen jetzt ja auf den Infostand, der ja gerade aufgebaut wird. Und da möchten wir uns ein bisschen informieren. Dafür deswegen ist sind wir auch extra heute gekommen. Dafür ist er wahrscheinlich auch da, um vielleicht auch die Kandidaten vorzustellen. Ja. Ja, Leipzig ist ja bestimmt auch ein interessantes Pflaster. Naja, ja, ein kompliziertes Pflaster. Kompliziert, ja. Möchten Sie vielleicht den Kandidaten an der Stelle schon irgendetwas ausrichten, wer auch immer es sein wird? Ja, na klar, er soll durchhalten, er soll Gutes tun. Wir sind bei ihm, auf jeden Fall mit Herz und Kopf und Verstand. Ja, und wir müssen halt gucken, wie sich es entwickelt. Ne? Okay. Also wir haben ja die AfD schon lange im Stadtrat und die haben es auch sehr, sehr schwer, sich durchzusetzen. Vielleicht gibt es dann aber irgendwie Synergien, ne? Wenn die Freien Sachsen auch mit reinkommen. Ich denke, da gibt es bestimmt die ein oder andere Überschneidung bei den Themen. Ja, genau. Hoffen wir. Generell, warum die Freien Sachsen? Na, weil wir Freie Sachsen sind, oder? Ganz logisch. Und sollte man auch Freie Sachsen wählen quasi. Na und ja, also es sind ja viele unzufrieden und auch wir. Hm. Und es gibt ein paar Lösungen bei den Freien Sachsen, die uns gefallen, also Denkansätze. Okay. Ne? Was ist das, was Sie am meisten unzufrieden macht? Man wählt keine Faschisten. Wo Sie machen wir doch auch gar nicht. Da kam schon der erste Spruch, man wählt keine Faschisten mehr. Bringt eigentlich, warum muss die Polizei das hier beobachten? Das ist vielleicht auch noch eine ganz andere Frage. Weil wir ganz gefährlich sind. Nee, ich glaube, wir sind gefährdet, denke ich mal. Gerade hier in Leipzig, extrem. Ne? Ja. Ja. Wir hatten erst gedacht, eigentlich sollte es ja um 10 Uhr losgehen, ne? Dass es nicht stattfindet, weil da oben hängt ja auch ein tolles Plakat am Haus. Was, Moment, wir können ja, da ist dann gerade der Baum davor. Moment, gehen wir hier ein Stück zur Seite. Da kann das hier jeder sich selbst ein Bild von machen, da oben. Ist das Plakat, kein Platz für Nazis, Vertraut mir einfach, das steht da oben. Ja, da oben steht ja kein Platz für Nazis, Was meinen die damit? Tja, was meinen sie denn damit, ne? Satanische Verdrehung, würde ich mal sagen. Ja, das sind wahrscheinlich die einzigen, die keine sind. Was sind sie dann? Na, Freie. Freie. Freie, also, selbstverantwortliche. Also das Gegenteil von einem Nazi wäre ein freier Sachse. Ja, kann man so sagen. Ja. Vielleicht nicht nur ein freier Sachse, aber ja. Damit fängt's an. Damit fängt's an. Okay, möchten Sie noch was loswerden? Naja, also wir drücken die Daumen, ne, dass alle Stimmen erreicht werden, genau. Die gebraucht werden. Ja. Und versuchen noch ein bisschen Stimmung zu machen und noch Leute herzuschicken. Genau. Sehen, also wir haben noch etliche Bekannte in unserem Wahlkreis, die werden wir auf jeden Fall aktivieren. Ja. Ja. Wie viele Unterschriften braucht man denn überhaupt, um sich hier aufstellen zu lassen? Also 24 pro Wahlkreis. Ja. Okay. Und da gibt es so eine Karte, ich glaube 9 oder 10 Wahlkreise sind es in Leipzig. Mhm. Muss man durchschauen, dass man... Also wenn man auf alle Wahlkreise zugelassen werden möchte, braucht man dann gute 200 Unterschriften wahrscheinlich aus den jeweiligen Kreisen. So in der Größenordnung, ich denke.
Okay. Viel Spaß, ne? Ja, danke schön. Alles Gute. Wir holen jetzt Kaffee. Ja, den braucht man auch hier. Ist ein bisschen frisch. Ja, so sieht's aus. Frei in Sachsen in Leipzig. Und bis jetzt ist alles noch ruhig hier. Ja, wie gesagt, man versucht hier Stimmen zu sammeln, um sich für die Wahlkreise für die Kommunalwahl hier in Leipzig aufstellen lassen zu können. Ja, mittendrin. Anthony Lee ist Bauer und Sprecher der SV. Okay, dann habe ich ihn mit diesem anderen Reporter verwechselt, der diese Putin-Interviews führt. Anthony Lee. Naja, mein Gott. Habe Kollegen aus Leipzig, späte Antifa, ihr wollt nicht wissen, wie. Warum macht man mitten in der Woche vormittags einen Stand, will man die arbeitende Bevölkerung nicht erreichen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, damit können wir dann auch gleich starten in das Gespräch mit den Freien Sachsen, die ja hier auch schon fast alles aufgebaut haben. So. Musst du noch aufbauen oder hast du kurz eine Minute Zeit? Abkurs. Alles klar, erstmal schönen guten Tag. Guten Morgen. Es kam gerade eine sehr interessante Frage. Und zwar, warum macht man mitten in der Woche um 10 Uhr eine Kundgebung? Möchte man die arbeitende Bevölkerung nicht erreichen? Also, doch, aber wir wollen ja gleichzeitig mit dem Informationsstand und Kundgebung auch Unterschriften sammeln, dass wir zu Kommunalwahl, Stadtrat und Kreistag, nennen wir das Leipzig so, Gemeindekreistag, antreten hier in Leipzig. Und die richten sich ja letztlich an Öffnungszeiten in dem Gebäude. So, und die Öffnungszeiten sind bis 16 Uhr und dann können wir leider, erst 16 Uhr machen, weil dann kann man, wir wollen ja versuchen, kann man die Leute zu haben. Die müssen dann direkt da reingehen und dann genau, die Unterschrift lassen. Das kann man jetzt nicht hier draußen leider machen nicht, bei nee. Euch. Genau. Es gibt wohl, die haben dort wohl ein Register, wo die Leute herkommen, müssen sie sagen. Dann wird das angekreuzt und dann kriegen die direkt an den Verfassungsschutz weitergegeben, damit die dann das hoffen wir natürlich nicht, nee, aber war auch nur ein Spaß, Nancy Faeser. Niemand hat hier irgendwo Hintergedanken. Kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wenn man den echten Weg geht, dass es quasi Unterstützungsunterschriften ist, die dann später vernichtet werden, das ist der Weg, der offiziell ist. Was das andere ist, kann ich natürlich auch nicht der sagen. Der demokratische, echte Weg, der halt eben so rechtlich abgesichert ist. Ohne Gewalt, genau. Ohne dass man hier irgendjemanden einschüchtern genau. muss. Einfach genau. ja, in die Parlamente getragen und sich genau. dort mit anderen auszutauschen. Kaum hat man hier einen Tisch aufgemacht, da wird man schon angeblickt gerade. Ja, was hat er gesagt? Faschisten haut ab oder irgendwie ja, sowas. Ja. Ja. Was würdest du dem vielleicht ganz gern sagen? Jetzt, komm doch mal an den Stand, red mit uns. Das würde ich einfach mal sagen wollen. Ja? Komm mal, red mit uns, was das Problem denn allgemein ist in der ja. meinungsfreien. Ich sag mal, wir sind ja in einem Land, wo man teilweise schon eingeschränkt ist mit der Meinung oder ganz gewaltig, aber man hört mal reden kann. Einfach mal Austausch. Sollte man viel mehr machen. Hoffentlich finden wir hier so einen Austausch. Ich bleibe auf jeden Fall noch ein bisschen dran hier. Dachten wir schon. Vielleicht passiert ja noch ein Wunder. Jawohl. Und da hinten steht ja kein Platz für Nazis. Da hat man so ein Plakat aufgebraucht. Voll schön. Ja, meinen Sie, die meinen euch damit? Keine Ahnung. Welche Nazis die meinen, ja. Keine Ahnung. Ja, ja. Gut, möchtest du noch was loswerden? Nee, schön, dass du da bist. Ja, und, ja, immer. Hab einen schönen Tag auf jeden Fall. Ist ein Fenster schon wieder an? Nee, doch nicht. Auch irgendwo, ich glaube, da oben aus dem Fenster, ja. Ja, ja. Aber er ist schon wieder weg. Ja, ja. Gut, dann, wir sehen uns ja bald. Auf jeden Fall. Schönen Tag. Ja, dir auch. Ja, das ist der Stand der Freien Sachsen. Jetzt macht man das um die Uhrzeit, damit die Menschen dann auch gleich ihre Unterschrift leisten können. Jetzt wisst ihr es auch, hat nichts damit zu tun, dass man die arbeitende Bevölkerung hasst. Nein, man möchte einfach nur direkt die Leute dann in dieses Gebäude dort lotsen. Ja, das ist das. Was ist das? Stadt Leipzig. Ich kann es gar nicht lesen. Gehen wir mal ein Stück hin, können wir uns ja noch mal angucken. Ja, die Polizei ist auch hier vor Ort. Also mit ein, zwei Streifenwagen schaut sie sich das hier alles mal ein bisschen an. Ach ja, genau. Amt für Statistik und Wahlen. Ja, so schimpft sich dieses Gebäude hier. Und hier müssen dann auch die Leute ihre Unterschrift leisten, wenn sie denn wollen, dass die Freien Sachsen aufgestellt werden können für Leipzig. Ja. Und die IG Metall ist auch mit dabei. Na, was soll da schon schief gehen? Was soll da schon schief gehen? Das heißt, wenn man arbeiten ist, bis 17 Uhr kannst du nie eine Unterschrift leisten. Ja, so funktioniert Demokratie. Du darfst nicht arbeiten. Das ist es. Ja, du kannst ja Mittagspause schnell hierher rennen. Und ja, vielleicht hast du ja einen guten Arbeitgeber, der versteht das dann, dass du
deine demokratische Pflicht hier leisten möchtest. Bei mir ist doch schon 17:45. Okay. Ja, Demokratie, ne? Die haben sogar einen Burggraben ums Rathaus. Nee, das ist nicht das Rathaus. Ne, das ist in der Tat nur ja, die zentrale Erfassungsstelle, würde ich mal sagen, dass hier die Stimmen und sowas ausgezählt werden im Amt für Statistik. Und ja, warum man hier einen Burggraben braucht, um das hier zu schützen, keine Ahnung. Immerhin sind keine Krokodile drin. Welcher Stadtteil von Leipzig ist das? Ja, als Nicht-Leipziger kann ich es nicht mal sagen. Keine Ahnung. Bestimmt irgendwo Stadtzentrum. Schönen Gruß aus Leipzig. Historisch gewachsen. Ja, der Aufruf der Freien Sachsen ist, das Rathaus zu stürmen. Ja, dass man dabei Unterstützer sucht. Scheinbar auf demokratischem Weg. Heute mal ohne Girlies, naja, noch. Es ist ziemlich zeitig. Man weiß ja nie, was noch kommt. Lass dich von den Vermummten nicht ärgern, ja. Bist du auch mal im Westen unterwegs? Ja, ich war erst von dem Jahr in Paris. Nein, ich war auch schon in Hamburg etc. Ja, wenn ihr da Informationen zu Veranstaltungen habt, könnt ihr die ganz gerne in die Weichreite-Infogruppe rein. Senden, ja, da bin ich natürlich auch immer dankbar für Infos. Weiß Gott, ein Reporter ist immer nur so gut wie das Netzwerk an Informanten, was der im Hintergrund hat. Von daher Weichreiteinfo auf Telegram, wenn ihr Infos für mich habt. Ne? So. Moin Weichi und alle hier, moin moin. Zentrum West, da hört es. Was ist der Unterschied zwischen einem Theater und dem Bundestag? Im Theater werden gute Schauspieler schlecht bezahlt. Ja, ich muss schon sagen, manche Politiker sind auch gute Schauspieler. Aber die werden sicherlich auch gut bezahlt, ja. Und ja, im Westen, wie gesagt, ich komme halt hier aus dem Sachsen, von daher bin ich nicht so gut vernetzt in den Westen rüber. Klar, hier und da habe ich auch schon berichtet. Aber kann immer mehr sein, ne? Kann immer mehr sein. Die Ruhe vor dem Sturm. Ja, vielleicht. Es gibt ja auch einen Aufruf aus dem linken Milieu, das hier heute ja, zu begleiten, ja, sogar irgendwie skeptisch zu begleiten. Aber wie gesagt, bis jetzt hat hier niemand den Stand angegriffen. Er steht auch erst 10 Minuten, aber er steht noch. Ja, er steht noch. Du wirst immer noch bei Demos wegen deiner nicht vorhandenen Presseausweis angesprochen. Ich habe mittlerweile einen Presseausweis. Und ja, es heißt Pressefreiheit und nicht Presseausweisfreiheit, ne, weil man doch frei ist als Presse. Ne? Man hat sich eigentlich nicht an irgendwelche Auflagen zu halten, ne, außer natürlich die normalen, ja, Menschenrechte und sowas sollte man jetzt auch als Pressevertreter nicht verletzen. Aber gerade bei öffentlichen Auftritten, wie das hier der Fall ist, ja, kann man doch einfach drüber berichten. Braucht man jetzt auch nicht zwingend einen Ausweis für. Man muss lediglich seine Arbeit irgendwie nachweisen können. Und da denke ich, kennen mich mittlerweile schon die ein oder anderen. Ja, das ist kein Blauwagen. Einfach nur ein Notarzt. Heute noch keine Antifa-Schirmknechte. Ja, das ist ja aber auch eine Kundgebung der Freien Sachsen. Also auf dieses Gelände werden so schnell keine Regenschirme reingelassen. Kommt Max Schreiber nicht? Scheinbar nicht. Ich glaube, der macht heute die Demonstration von Bianca Witsche, der ja, Ärztin, der man vorwirft, Maskenatteste ausgestellt zu haben und die jetzt seit einem Jahr zu Unrecht Maskenatteste ausgestellt zu haben und die jetzt seit einem Jahr im Gefängnis ist. Wegen Maskenattesten, der Ausstellung von Maskenattesten, ja. Ob ich eine Perle habe. Privat. Egal, was die Ampel anfasst, es wird zu scheiße. Ja, Code Midas. Ich finde dich gut, Weichi, mach weiter so und danke für deinen Einsatz. Ja, danke doch. So. Also, betreuen tun diesen Stand, so wie ich das hier sehe,
fünf, sechs, vielleicht sieben Leute. Ich weiß nicht, ob die Leute auf der Bank da dazu zählen. Oder ob die einfach nur ein bisschen aufpassen möchten. Jetzt können wir auch noch ein paar Meinungen einholen von der Straße über die Freien Sachsen, wie man da so denkt. Ja. Hat sich natürlich auch einen schattigen Platz ausgesucht. Ja, wer braucht schon Sonne? Jetzt kommen die ganzen Nebenwirkungen. Ja, das ist schon schön, dass es Leute wie dich gibt. Schaue gerne deinen Kanal. Bleib standhaft. Die Leute, die dich anpöbeln, da sieht man es brennen. Ja, die brennen denen kein Licht. Ja. Es brennt bei denen kein Licht. Haben die Irren eigentlich schon wieder eigen angefangen, der dich Affe nennt? Ich habe gar keine Ahnung. Ich meine, ich hatte ihn angezeigt wegen Nötigung und Beleidigung. Es liegt jetzt an der Polizei, ja, mit diesen Menschen umzugehen. Was soll ich dann noch machen? Aber ja, die Toleranten. Ne? Oh, danke für die 5 Euro, Dennis. Pizzateig kneten und live dabei in Leipzig. Grüße aus dem Bürgerlandkreis, Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt. Ja, schöne Grüße zurück, Dennis. Wann kommt die Antifa? Ja, ihr wollt die Antifa sehen, ja. Ihr wollt hier den Dialog zwischen der Antifa und den Freien Sachsen sehen. Ja, bis jetzt ist noch keine Gegendemonstration geplant, so wie ich das mitgekriegt habe. Allerdings schon ein ziemlich gut verbreiteter Aufruf, das Ganze hier zu begleiten aus der linken Antifa-Szene. Da kommen doch bald welche, die in deinen Stream wollen. Mehr noch stehen wir hier wahrscheinlich auf dem Kundgebungsgelände der Freien Sachsen. Das heißt, vielleicht sicheres Terrain, wer weiß. Vielleicht unsereres. Ja, ihr wollt alle Blut sehen, das ist klar. Alle wollen Drama, ja. Drama, jetzt haben wir das nicht schon genug in unserer Gesellschaft. Als ich Weihnachten in Leipzig war, war ich sehr erschrocken. Man bettelte am Bahnhof nach Kleingeld und wurde anschließend beleidigt, wo man nichts gegeben hat. Viele Personen mit bunten Haaren, ja. Bunt, das ist doch das neue Schlagwort. Antifa steht gerade auf und säuft sich Mut. Ja, es ist auch keine gute Uhrzeit, sag ich mal, ne? 10 bis 16 Uhr. Ja, ist natürlich auch mal interessant, so Leuten bei der Arbeit zuzuschauen, ja. Das mache ich eigentlich am liebsten. Aber der Kaffee fehlt noch. Hey, weiche hier Leute, auch mal live dabei während der Arbeit. Grüße aus Franken. Ja, schöne Grüße auch zurück aus Leipzig. Können wir schon ein paar Broschüren vom Stand sehen? Ja, in der Tat, die können wir uns ja angucken. Noch gibt es ja hier nicht so den Dialog. So, mal eins nach dem anderen durch hier. Ich schaue mir mal ein bisschen euren Stand an. Ja. So, hier haben wir die Broschüre, die können wir uns dann ja gleich mal angucken. Leisnig-Info. Was wird sich ändern? Was kannst du ändern? Ihr unabhängiges Infoblatt. Okay, wir wollen frei leben. Ja, kompakt natürlich auch. Terrorists welcome. Das Kompaktmagazin sollte ja bestimmt auch bekannt sein. Digitalisierung an den Schulen. Ja, da wird natürlich auch Geld in die Hand genommen. Aufgewacht. Januar, Februar. Magazin für Sachsen. Schlapphut-Alarm, wie die neue Stasi die Wende verhindern will. Bodenlos Statistiken zum C-Impfverbrechen. Ja, okay. Sexit. Wunschdenken oder echte Option? Das ist eure Zeitung hier, kann das sein? Oder seid ihr. Wer bringt das hier raus? Das ist unsere Zeitung. Ah, interessant. Gibt auch eine Freie Sachsen-Zeitung. Das Politmagazin für Sachsen. Polizeigewalt, Täteraufarbeitung, Konsequenzen. Ja, und dann natürlich noch Sticker. Wer Sachsen nicht liebt, soll Sachsen verlassen. Grüne an die Ostfront. Und auf Russisch Frieden mit Russisch. Ja, und es gibt auch ein Kennzeichen für die Freien Sachsen. Alles dabei hier.
Schönen guten Tag, haben Sie eine Meinung? Hallo? Nein. Okay. Immer schön langsam. Ah, ist jetzt hier noch jemand verletzt? Ah, war es auch noch eine Frage? Schönen guten Tag. Haben Sie kurz Zeit? Nein. Schade. So. Stand steht ganze 20 Minuten. Und steht noch. Ja. Und steht noch. So, was haben wir jetzt hier? Die Broschüre. Unsere Grundsätze, wofür die Freien Sachsen stehen. Da schauen wir mal. Welche Grundsätze, Positionen vertreten die Freien Sachsen? Für ein freies Sachsen in Deutschland und Europa. Wir wollen selbstbestimmt und souverän hier vor Ort entscheiden, statt immer mehr Befugnisse an die Bundesregierung oder den Europäischen Union abzugeben. Wir streben deshalb eine Autonomie von Sachsen, vergleichbar zum Beispiel mit Südtirol in Italien oder Schottland in Großbritannien an. Das, sollte dies nicht möglich sein, muss ein Sexit, ein genereller Austritt aus der Bundesrepublik möglich sein. Schon jetzt sind sämtliche Rechte des Föderalismus auszuschöpfen und möglichst viel in Sachsen selber zu entscheiden. Ja, also man wünscht sich eine verstärkte Autonomie, ja, ein verstärktes Selbstbestimmungsrecht der Sachsen hier in diesem Bundesland. So habe ich das ja bis jetzt verstanden. Verpiss dich mit dem Scheiß-Nazi-Scheiß. Verpiss dich mit deinem Nazi-Scheiß. Auch sehr interessant. Oh Mann. Armer Mann. Armer Mann. Aber können wir mal reden hier. Mitgeteiltes Leid ist ja Halbschlag. Genau. Kann ich dich noch mal kurz stören? Machen wir nachher. Machen wir bei denen hier. Ich gehe gerade mit den Leuten hoch. Ich hoffe, okay. Ich bin okay. Nicht der Erste. Nein, ganz ruhig. Ich gehe hoch. Ich hätte ihn gerne mal drauf angesprochen, wie das so ist, wie sich das für ihn anfühlt, wenn er Nazi genannt wird. Aber gut, machen wir weiter hier in unsere Grundsätze, wofür die Freien Sachsen stehen. Ja zum Frieden. Wir Sachsen bleiben neutral. Die Bundesregierung will Deutschland in einen neuen Krieg stürzen. Fast täglich kommt es zu neuen Provokationen gegen Russland. Wir lehnen jegliche Form von Waffenlieferungen an die Ukraine ebenso ab wie die aktuelle NATO-Mobilmachung in Osteuropa. Ein freies Sachsen unterhält sowohl in die Ukraine als auch nach Russland gute Beziehungen. Von der US-Dominanz sollte es sich dagegen ganz schnell lösen und auch die NATO unverzüglich verlassen. Wir Sachsen bleiben neutral und machen beim Krieg der westlichen Eliten nicht mit. So der Punkt hier. In der Broschüre der Freien Sachsen, wofür die Freien Sachsen stehen. Ja, wir müssen das hier alles in die Länge ziehen, ja. Wir stehen hier wahrscheinlich noch ein paar Stunden. Sagen wir wenigstens noch. Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist schon ein bisschen, ich will nicht sagen gefährlich, aber es gibt halt schon ein paar Extremisten, die diesen Stand da wahrscheinlich nicht so gut finden. Aber gut. Die auch mich nicht so gut finden. Das ist ja das Erste. Du weißt nicht, was zuerst angegriffen wird, der Stand oder ich? Bitte, Leute, ja, ich versuche doch nur frei zu berichten. Ich würde ja genauso über einen Stand von der Linken sprechen, wenn man mich dort in Frieden lassen würde. Ja. Ich würde sogar das Wahlprogramm der Linken vorlesen. Würde ich tun, würde ich wirklich tun. Aber ich weiß nicht, ob da die Polizei vor Ort ist, um auf mich aufzupassen. Sie sollten dich in Ruhe lassen, ja. Alle. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja? Das gilt auch für Extremisten jeglicher Couleur. Ja? Lass die Leute doch mal in Ruhe. Wer Geld hat, schafft an. Oder was willst du sagen, Hansi? Weiß ich jetzt nicht, worum es da geht. Bald werdet ihr gepackt. Von wem? Und warum? Ey, Mann, das ist das Demokratischste, was man hier machen kann. Ja? Die sammeln Unterschriften, um für eine Stadtratswahl zugelassen zu werden.
Was? Was? Hier werden keine Flüchtlingsheime angezündet. Hier werden keine Hakenkreuze an Wände geschmiert. Hier wird einfach nur auf demokratischem Wege für die Stadtratswahl geworben. Bitte, ja. Was willst du noch? Die kannst du, die wollen ein autonomes Sachsen. Naja. Ja, autonome Bestärkung, ja. So Sächsit ist halt die Frage. Wäre vielleicht auch mal ein interessanter Punkt mit den Auszugklamüsern, inwieweit das halt gewünscht wird, ja, sich voll komplett aus Sachsen abzukapseln. Ich meine, sowas gibt es ja auch aus Bayern. Ne, in Bayern gibt es ja genau solche Bestrebungen dafür, sich loszulösen vom Rest Deutschland. Gibt es, glaube ich, in jedem Land, dass man Unabhängigkeiten haben möchte, schaffen möchte und nicht von oben herab regiert werden will. Gut, machen wir den nächsten Punkt weiter. Aufarbeitung des Corona-Unrechts und der Impffolgen. Keine medizinische Beratung an der Stelle. Wir haben nicht vergessen und werden auch nicht vergessen. Existenzen wurden zerstört, die Gesellschaft gespalten und durch den Impfdruck, dem viele Menschen ausgesetzt waren, ein Gesundheitsschaden noch unbekannten Ausmaßes angerichtet. Gleichzeitig ließ die Kretschmer-Regierung ihre Polizeieinheiten auf friedliche Bürger los, die auf der Straße spazieren wollten. Das alles dürfen wir nicht vergessen, sondern müssen es aufarbeiten und die Verantwortlichen juristisch verfolgen. Ja? Auch hier wird jetzt nicht dafür geworben, jemanden an irgendwelche Kreuze zu nageln, sondern man geht ja auch einen gerichtlichen Weg, ja? Eine Aufarbeitung. Auch das hört sich jetzt nicht so radikal an, ja? Meiner Meinung nach. Ja, das ist übrigens der Prospekt von den Freien Sachsen, der jetzt gerade erst neu dazugeschaltet hat. Wollen sich die Freien Sachsen auch für die Landtagswahl aufstellen lassen? Ich meine schon, ja, ich meine schon. Aber ich kann das auch nicht zu 100% sagen. Auch da können wir nochmal quatschen. Aber jetzt kommt gerade der Mann raus, der eben gerade als Nazi beleidigt worden ist. Dem wollte ich ja quatschen, aber er hat hier die erste Stimme eingesammelt. Ja, keine Panik, keine Panik, keine Panik. Die Kette gönnt sich Klette was. Ja, jetzt wird erstmal geschnackt. Ah. Abhängigkeit. Jeder soll seine Meinung haben, ja. Laut denglischem Schreiben sind mit Vorsicht zu genießen, ja. Wünschen und sagen. Freien sagt es. Ja. So, jetzt können wir erstmal noch mit dem Mann reden. Guten Tag. So, hast du kurz eine Minute Zeit? Jetzt, sehr gut. Du wurdest ja gerade als Nazi beleidigt, weil du jemanden versucht hast, hier für die Freien Sachsen zu werben. Was macht das mit dir? Also erstens sind wir überhaupt keine Nazis. Der Begriff Nazi, muss man erstmal wissen, was das überhaupt ist. Ja, der NSDAP, die ist deswegen verurteilt worden, weil sie... wir haben es gesagt, international agieren, weil sie narzisstisch sind, also narzisstisch sind sie geprägt. Das bedeutet, narzisstisch zu sein bedeutet, wir müssen uns austauschen können, wir müssen eine freie Meinung haben und wir müssen aber die Meinung des anderen nicht folgen. Ein Narzisst aber sagt, ich habe die Meinung und du hast die Meinung zu akzeptieren, du hast zu halten, du müsstest das alles durchsetzen, was ich dir sage. Ah. Ja, also da ist überheblich, das ist links und rechts, kannst du das in eine Tonne schmeißen. Ah. Ja, also aber man muss sich überall austauschen können, man muss über jede Sache reden können. Ah. Also das sind die eigentlichen Nazis, das sind die, die eigentlich ihre Meinung knallhart durchsetzen wollen, ohne mit den Leuten zu reden. Und die wollen, dass alle anderen möglichst genauso ticken. Genau. Und wenn das nicht klappt, dann... Wenn die Freiheit nicht mal ist, dann ist es unmenschlich und krass. Okay. Kannst du nicht machen. Und was macht das mit dir, wenn du so genannt wirst? Ich bin auch Christ. Ah. Ich muss runterschlucken. Ich muss den Menschen einfach anbefehlen. Und also wenn dich jemand auf die linke Wange hält, hältst du auch noch die rechte hin? Nee, so kann man es nicht sagen. Also man müsste praktisch deutlich sagen, also Jesus hat ja gesagt, wenn dir jemand auf deine rechte Wange steckt, biete ihm auch die linke dort. Das heißt zu Deutsch auch, du kannst nicht mal. Das ist auch so ein Ausdruck, mit links steckst du auf die rechte Wange,
Und du tust dann eben Sorgen mit der rechten Wange hinhalten, du kannst nicht mehr. Nach diesem Motto geht es. Okay, habe ich noch nicht gehört. Spots aber jetzt, ja, kann man auch so definieren. Aber man muss praktisch das nicht akzeptieren. Man kann den deutlich die Meinung sorgen und sorgen. Wenn er mich angreift, dann wehre ich mich genauso. Ja, wirklich verteidigen sollte sich ja jeder noch. Genauso ist es. Ja. Ne? Angreifen, den ersten Stein sollte man natürlich nicht werfen. Nee, ja, aber zurückwerfen kann man ihn dann wohl. Ja, gut. Also man kann sich immer wehren dagegen. Sagt der Deutsche, hat einen Tempel aufgeräumt, Jesus. Mhm. Da hat die Leute rausgetrieben mit der Peitsche. Mhm. Hat Jesus auch gemacht. Aber eben mit dieser Wange ist ein Ausdruck, das zu machen. Okay, danke. Möchtest du noch was loswerden? Nee, alles gut. Gut, dann bis später. Ja, wir sind in Leipzig. Hier sammeln momentan gerade die Freien Sachsen Unterschriften, um zu der Wahl in Sachsen, der Stadtratswahl, Kommunalwahl, zugelassen zu werden. Ja, um für alle Kreise hier in Leipzig, für alle Wahlkreise zugelassen zu werden, für jeden Stadtratposten, braucht man wohl über 200 Unterschriften. Ob man die hier heute zusammenkriegt, ja, 6 Stunden sind ja noch Zeit, bis dahin hier am Amt für Statistik in Leipzig. Ja, langsam formiert sich auch ein kleiner Gegenprotest, glaube ich. Da drüben mit Regenschirmen, da sind die Regenschirme. Das sind immer Regenschirme. Aber man ist noch ruhig und friedlich, so wie man sich das wünscht in einer friedlichen Demokratie. Gut, nächster Punkt hier aus dem Checkheft. Unsere Grundsätze, wofür die Freien Sachsen stehen. Ja, zu einer sächsischen Verfassung. Als direkte Konsequenz aus einer sächsischen Autonomie oder gar einem Sächsit fordern wir, dass sich die Sachsen eine eigene Verfassung geben. Dies ist durch das Volk als Souverän in freier Selbstbestimmung durch eine Volksbestimmung zu bestätigen. Die sächsische Verfassung soll freiheitlichen Charakter aufweisen, die Unverletzlichkeit des Individuums gewähren und die Grundlage dafür bilden, für Sachsen eine friedliche und selbstbestimmte Zukunft zu garantieren. Gut, wir hatten jetzt war die Frage, ob sich die Freien Sachsen auch zur Landtagswahl aufstellen lassen werden und inwieweit Souveränität Sinn macht, beziehungsweise die Abspaltung ein Sächsit. Können wir ja auch gleich schon mal reden. Bin ja hier da. Ja. So, wie läuft's? Oh. Ja, die Leute kommen, sind freundlich und gehen rein. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ich habe 2 Fragen und zwar einer fragt sich, der Sächsit. Ja, ob ihr euch dafür einsetzt, dass es diesen Sächsit gibt, dass sich der Sachsen abspaltet von Deutschland und warum? Ja, ihr müsst erst mal eins sagen, ja. Wo wird denn das gesendet jetzt? Live auf YouTube. Ach, auf YouTube, na da. Ne. Na da, das Internet. Ich müsste erst mal eins sagen, wo ihr wohnt. Ja, ihr wohnt nicht in Deutschland, ihr wohnt in der Bundesrepublik Deutschland. Alles klar? In der GmbH Deutschland. Niemand hat die Absicht, den deutschen Staat zu delegitimieren. Ja, so, nee, das ist die Frage. Ja. Und die andere Sache ist die, wie soll ich das sagen, der Sächs ist hin und Sächs ist her. Also, man kann alles nur beschreiten in verschiedenen Schritten. Ja. Und Fakt ist eins, man muss erstmal seine natürliche Person, muss man, ob man will oder nicht, einfach erstmal herstellen. So, dann sind solche Schritte möglich. Was, aber nur klar ist sowas möglich. Was ist eine natürliche Person? Das Gegenteil von einer juristischen. Okay? Danke. Die nächste Frage wäre gewesen, da lasst ihr euch auch zur Landtagswahl aufstellen. Das kann ich nicht sagen, okay. Weil ich nicht weiß. Okay, aber eben gerade konnten Sie antworten, sehr gut. Bist du der richtige Ansprechpartner für die Landtagswahl? Ah ja, zu tun. Für die Landtagswahl hatte jemand gefragt, ob du mich auch für die Landtagswahl aufstellen lässt. Landtagswahl, das wird mal abhängig machen von dem Ergebnis, von dem starken Ergebnis zur Kommunalwahl. Also es ist bei uns noch gar nichts fest, dass wir irgendwo antreten wollen, ja. Sondern wir haben erstmal die Kommunalwahl, da wollen wir ein gutes Ergebnis machen, weil wir also die Politik... Einen Schritt nach dem anderen. Genau, genau. Wir müssen zwar schon diverse Forderungen für die Landtagswahl erfüllen, ja. Das was wir auch machen, Unterschriften sammeln und sowas, aber das ist bei uns noch nie 100%ig klar, ob wir antreten wollen. Ich sage erstmal Kommunalwahl, wenn das ein gutes Ergebnis ist, dann würde man ja sagen, wenn es ein normales Ergebnis ist, dann eben nicht. Was ist eine juristische Person?
unterschiedlich. Es gibt eine russische Person, ist eine Person, die halt hier privat, es gibt eine juristische Person, die man privat hat und eben diese unjuristische Person. Also quasi eine menschliche Person, du bist eine juristische Person, ab 18 Jahre. Ab 18 ist man eine juristische Person. Jetzt, ja. Okay. Wahrscheinlich schon eher, weil man theoretisch von Geburt an quasi ja letztendlich ja ein Lebewesen ist. Aber es ging eben gerade darum, mit dem Herrn, der hat darüber gesprochen, dass man erstmal seine natürliche Person überhaupt erst herstellen muss. Wer der links neben dir steht. Also ja, wir sind halt eine Bürgerbewegung, da hat jeder so seine eigenen Theorien und Praktiken. Es ging ja darum, inwieweit es Sinn macht, dass dieser Sexit eben durchgesetzt wird. Ja, das ist auch innerhalb der, bei uns unterschiedliche Meinungen, also wie gesagt. Das soll ja nur als letzte Instanz möglich sein. Letzte Instanz, wie gesagt, jeder will, jeder liebt das Land, sein Deutschland, aber wenn man eben, wenn es hier noch schlimmer wird, muss man ja auch mehr oder weniger die Möglichkeit haben, irgendwas zu verändern. Und im Zweifelsfall ist das dann eben die Abspaltung? Im schlimmsten Fall wäre das das. Okay, aber ist es nicht auch gefährlich, gerade wenn man kleine Bundesländer hat, dass die dann vielleicht irgendwann auf der großen weltpolitischen Bühne überhaupt keine Chance mehr haben, zum Beispiel gegen solche Diktaturen? Touren wie China. Moment, bitte, ich muss mal schnell ein Telefon geben. Kannst du dich da gleich? Ja, hallo? Das ist ja seit Jahrzehnten aufgebaut worden. Ja, es ist gut angekommen. Ansonsten. Ja, Fragen, Fragen, Fragen. Wie viele Unterschriften werden benötigt? Über 200. Also, wenn man hier für alle Wahlkreise kandidieren möchte, die Leipzig hat, und davon gibt es wohl 9 oder 10 Stück. Ja, für jeden Wahlkreis braucht man gute 20 Unterschriften, um dort kandidieren zu dürfen. Für jede, ja, vor Ort, ja, jeder Kreis hat dann eben auch seine eigenen Stadträte. Um sich für alle aufstellen zu lassen, braucht man gute 200 Unterschriften. Ja. So schaut das aus. Ja, und der Trubel hier nimmt schon immer weiter zu. Hängt ab und zu. Okay. Das Internet. Ja. Stadtteile. Genau, es gibt mehrere Stadtteile, ja, und jeder Stadtteil hat seinen eigenen Stadtrat, ja, um sich überall aufstellen lassen zu können. Haben Sie kurz Zeit? Sie müssen mit. Ich komme später nochmal auf Sie zu. Ja, ja. Ja, die Freunde sind auch da, wurde gerade gesagt. Ja, auch die Freien Sachsen haben viele Freunde. Ja, mal gucken, wie das hier noch weitergeht, ne? Dann lesen wir erstmal den nächsten Punkt vor aus der unsere Grundsätze, wofür die Freien Sachsen stehen. Broschüre. Heimische Wirtschaft stärken, Mittelstand vor Ort unterstützen. Wir werben für die Unterstützung regionaler Händler und möchten auch ein breites gesellschaftliches Bewusstsein für eine dementsprechende verändertes Kaufverhalten schaffen, um den heimischen Standort zu stärken, der nicht nur Arbeitsplätze vor Ort schafft und sichert, sondern durch das Konzept der kurzen Wege auch umwelt- und verkehrspolitisch sinnvoll ist und zudem durch die enge Kundenbindung höhere Qualitätsstandards sichert. Als Importe von anderen Kontinenten, unser Ziel ist es, den sächsischen Mittelstand zu stärken, regional statt global. Oh, es ist kalt hier. Warum können sich die Freien Sachsen nicht in die Sonne stellen? Ah. Ja, ich hab's mit meiner Hand. Sehenscheiden und was nicht alles. Da ist die Kälte echt nicht schön. Aber gut. Sind ja nur noch 5 Stunden. Ob ich das hier durchziehe, 5 Stunden lang diesen Stand der Wahlen Freien Sachsen zu beobachten. Mal schauen. Fallender Standort, Waldplatz wäre besser gewesen. Ja gut, man will halt direkt an diesem Amt für, was war's, Amt für Statistik dran sein, damit die Menschen eben auch gleich ihre Unterschriften leisten können. Ja. Deswegen hat man sich das auch angetan. Das kann man nur von den Zeiten von 10. LOL. Ja, den kenne ich doch. Ich glaube, das ist doch einer von der Antifa gewesen. Ja.
Ob das gut geht? Ja. Naja, aber wir mischen uns hier nicht ein. Wir mischen uns hier nicht ein. Es wird nicht klappen, sagt Christian anders. Was wird nicht klappen? Aber ich komme wieder zurück und antworte dir. Yeah. Man hat hier noch andere Sachen zu tun. Ja. Leitefeier, Ahoi. Ah ja, auch Ahoi an die Mods, die hier aufpassen, dass hier alles in demokratischen Wegen läuft im Chat. Wo ist die Antifa? Ja, weiß ich nicht, ob das die Antifa ist, aber ein paar Schirmträger haben sich da rechts versammelt. In der Sonne natürlich, mit Schirm, man kennt's. Aber es ist bis jetzt halt alles noch ruhig. Deswegen habe ich da jetzt nicht so den Fokus drauf. Was ist, was das nicht im Kosovo auch ähnlich? War das nicht? Weiß ich nicht. Ist die Antifa... Ich hoffe, die Antifa kommt, damit es richtig eskaliert. Ja. Immer wollt ihr Blut sehen. Immer wollt ihr Blut sehen, ja. Hier ist ein schöner, bunter Stand von den Freien Sachsen. Die friedlich, demokratisch das Land verändern wollen. Aber ihr wollt Blut. Ja, ihr wollt Action. Was ist heute für eine Veranstaltung? Ja, hinter uns befindet sich der Wahlstand von den Freien Sachsen, die hier vor dem Amt für Statistik für den Einzug in den Stadtrat in Leipzig werben, beziehungsweise die Stadträte. Es gibt ja insgesamt ja, 10 Stück, ja, 10 verschiedene Stadtteile, ja, und jeder Stadtteil stellt seinen eigenen Stadtrat. Und um für die alle aufgestellt werden zu dürfen, brauchen die Freien Sachsen in jedem Wahlbezirk gute 20 Stimmen. Also sprich, braucht man insgesamt über 200 Stimmen, um in jedem Stadtteil in Leipzig zugelassen zu werden für die Wahlen, für die Kommunalwahlen. Und da ist man hier. Ja, und man darf diese Unterschriften, diese 200 Stück hier nur in den Zeiten von 10 bis 16 Uhr im Raum, im Amt für Statistik abgeben, hier in Leipzig, was ja, vor der Demonstrationsfläche liegt. Deswegen sind die Freien Sachsen hier zu dieser total arbeiterunfreundlichen Zeit von 10 bis 16 Uhr mitten in der Woche. Ja, hat nichts damit zu tun, dass man einfach die arbeitende Bevölkerung hasst. Nein, man kann einfach nicht anders, wenn man die Leute dann direkt auch zur Unterschrift begeistern möchte, als das um diese Uhrzeit zu machen. Ja, das ist soweit der Grund. Weißt du noch, worum es ging? Ja, ich weiß es ja selber nicht mehr. Ich glaube, was mit Sexit? Ja, als letzte Instanz ist das halt... Genau. Desto mehr kleine Abspaltungen es gibt, desto einfacher fällt es ja auch großen Diktaturen, wie zum Beispiel China, die ganzen Bundesländer einzeln gegeneinander auszuspielen und letzten Endes so zu übernehmen. Ja, ja, ich sage mal, wie gesagt, der Plan ist auch noch nicht ausgereift. Jeder kann da mitgestalten. Aber ich denke, wenn man, ich sage mal, eine gesunde Freundschaft, Völkerfreundschaft untereinander existiert und dieser Import und Export, man kann ja trotzdem Freundschaft führen, man muss ja auch sogar Freundschaft führen mit der Welt, mit dem Volk, dann kann man das schon funktionieren. So, momentan ist man immer noch weit entfernt. Auch mit Diktaturen? Naja, man muss halt immer schauen. Man muss, heutzutage, was halt eben... Ja, ja. Man muss halt immer schauen. Das wird sich die Zeit zeigen, letztendlich. Wenn der Wille des Volkes das möchte, dass sie sich abspalten, dann kann man das machen. Wie gesagt, wenn sich das nicht da so darstellt, dann eben nicht. Aber man muss darüber diskutieren können, wie mit allem. Man muss mit allem irgendwas mal drüber reden können. So, und das ist eigentlich das Wichtigste letztendlich. In einer Demokratie, na klar. Genau. Demokratie so. Lebt vom Dialog. Genau. Ja. Wenn man das schon unterbindet, dann ist genau. es mit der Demokratie. Genau, momentan ist es ja so, wenn man das... überhaupt ins Gespräch bringt, ist das für die ja gleich ein Angriff, dass man die Demokratie ablehnen würde. So, aber man muss ja trotzdem über alles reden können. Und das macht der Staat ja nicht. Der Staat legt uns den Maulkorb auf. Es gibt gewisse Themen, die man überhaupt nicht ansprechen soll. Und das ist so, wo man sagen, okay, ein klarer Fakt ist. Winston Churchill, der hat mal sowas Sinngemäßes gesagt, wie die Demokratie ist schrecklich, ja? Aber sie ist die beste Gesellschaftsform, die wir haben. Da hat er ausnahmsweise mal recht. Ja. Auch er, ja, muss man ja. immer differenzieren. Richtig, ja? Richtig, ja. Da. Gut, dann ich lese eure Broschüre mach mal weiter, gerade weiter vor. Genau, wenn was ist, kommt vorbei. Na klar. Gut, nächster Punkt in der Broschüre. Heimische Wirtschaft stärken, ja, dass man sich vor Ort regionale Wirtschaft wünscht. Ja, braucht man dann auch weniger CO2, wenn man jede Frucht einmal um den halben Planeten schippern muss. Aber dann müssen ja wir wieder arbeiten.
ist ja auch eklig. Steuern runter, Wirtschaft rauf. Parallel zum Ausmaß der staatlichen Gängelung privatwirtschaftlicher Unternehmen hat auch die Belastung der Sachsen durch Steuern und sonstige Zwangsabgaben massiv zu sinken, indem staatliche und quasi-staatliche Bürokratie ganz massiv abgebaut wird, sinkt auch der Finanzbedarf dieser Strukturen. Gleichzeitig wird die Ansiedlung neuer Unternehmen durch günstige Produktions- und Arbeitsbedingungen erheblich begünstigt. Ja, also, dass man sich wünscht, dass diese ganze Bürokratie in Deutschland abgebaut wird. Ja, okay, das werden wahrscheinlich auch viele Leute ähnlich sehen. Ja, jeder, der sich schon mal selbstständig gemacht hat, jeder, der schon mal versucht hat, irgendetwas auf diesen Ämtern in Bewegung zu setzen, wird feststellen, dass das gar nicht so einfach ist. Ja. Lässt die Mauern, okay, Abbau von Bürokratie, ja, und es kostet halt auch Geld. Ne? Jeder Bürokratieplatz verschlingt ohne Ende Kohle. Servus. Ja, wenn ihr euch die Freien Sachsen anschauen wollt, sie sind heute noch den ganzen Tag in Leipzig bis 16 Uhr vor dem Amt für Statistik in Leipzig. Ich meine, es ist die Theodor-Heuss-Straße 1 hier. Ja, wenn ihr euch mal selbst ein Bild machen möchtet. Ja, es schadet ja nie, mit den Menschen zu reden, anstatt immer nur über die Menschen. Ja, nächster Punkt. Ohne Scheuklappen und Maulkörbe die Zukunft diskutieren. Die Debatte über die Art und Weise unseres Zusammenlebens muss wieder offen geführt werden können. Die Verfolgung politischer Dissidenten oder einfach von Bürgern, die ihre Meinung offen sagen, muss unverzüglich beendet werden. Ja, ohne Scheuklappen und Maulkörbe. Ja, also quasi, dass man einfach wieder einen offenen Dialog führen kann, ja. Ohne direkt Angst haben zu müssen, dass man danach vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Zensur findet nicht statt, wie man so schön sagt. In Deutschland entscheidet die Politik und nicht das Volk. Naja, also einmal alle 4 Jahre dürfen ja schon die Menschen entscheiden, welche Politiker sie ja, über sie ziehen, die das Sagen haben. Von daher immer die Frage. Ja. Klar, es ist keine direkte, richtige, direkte Demokratie, ja, wo das Volk bestimmt, was für Sachen umgesetzt werden. Aber es ist ja auch schwierig. Ne? Man stelle sich mal vor, man müsse jedes Gesetz, jede Veränderung selber mit abstimmen. Man hätte wahrscheinlich am Tag 1000 Nachrichten, 1000 Mal irgendwo seine Stimme abzugeben, wenn man alle Geschicke des Landes selbst mitbestimmen möchte. Ist schwierig, ja, aber auch da muss es natürlich in irgendeiner Form eine Umsetzung geben, dass man auch seine Stimme behalten kann und nicht verpflichtet ist, sie abzugeben. Ja, das ist es ja. Man darf seine Stimme nicht behalten bei den Wahlen, man muss sie abgeben. Bam, bam, bam. Muss sie schon selber aufstellen lassen, wenn du die behalten möchtest. Hm. Seit wann weiß denn das Volk, was gut für es ist? Gute Frage. Ich glaube, Henry Ford hatte mal gesagt, sinngemäß, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie sich zukünftig für ein Fortbewegungsmittel wünschen, das war irgendwo im 18., 19. Jahrhundert, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ja? Und das war der Mensch, der dann das Auto mitentwickelt hat und den Motor. Ja, die Menschen wissen mitunter nicht, was sie wollen, ja? Bis man es ihnen vor die Augen setzt. Und selbst dann ist es gar nicht so einfach. Diese Menschen. Liebe Grüße an dich und die Freien Sachsen vom Mittelrheintal. Ja, schöne Grüße zurück aus Leipzig. Hast du inzwischen mal was von? Nein, habe ich nicht. Ich habe nichts von Sina gehört. Ist bestimmt auch gut so für sie. Also, was ein ruhiges Leben angeht, gerade mit Kindern, ist das besser so. Ja. Das, was hier passiert, will das Volk nicht. Steve Jobs, ja. Schau dir die Wahlen an. Ja. Schau dir die Wahlergebnisse an und sag dann, dass das Volk das nicht möchte. Ja, es sei denn natürlich, die werden gefälscht, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, ein bisschen.
Ja, aber dass man das alles so verfälschen kann, glaube ich nicht. Hattest du mal ein konstruktives Gespräch mit der Antifa? Ja, in der Tat. Konstruktiv. Kommt immer drauf an, was man unter konstruktiv versteht. Ja. Ein erschaffendes Gespräch mit der Antifa, ja, vielleicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jedes Gespräch mit der Antifa vergeblich ist. Das auf gar keinen Fall. Ja, Unterhaltungen sind immer wichtig. Schönen guten Tag. Kann ich Sie kurz stören? Ich bin Reporter. Ich berichte heute hier über die Demonstration. Und da suche ich immer die Meinungen von Außenstehenden. Hätten Sie vielleicht kurz eine Minute Zeit, etwas zu sagen? Alles klar, dann haben Sie trotzdem noch einen schönen Tag. Was? Den Motor von Otto entwickelt Otto Motor oder nicht Ford Motor? Mann, okay, er hat das Auto mitentwickelt, dieser Typ von Ford. Ja, vielleicht nicht unbedingt den Motor. Und sinngemäß hätten sich die Leute damals einfach schnellere Pferde gewünscht und keine Autos. Und wo heute doch jeder ein Auto nimmt, anstatt ein schnelles Pferd. Wobei, ich würde auch ganz gerne ein Pferd reiten, ja, das ist bestimmt auch was Schönes. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Hallo Basti, liebe Grüße aus dem freien Sachsen. Grüße aus Hessen von Borussen. Ja, schöne Grüße zurück. Und machen wir mal weiter mit dem nächsten Punkt der Wahlbroschüre hier von den freien Sachsen. Der da lautet, ohne Scheuklappen, nee, das hatten wir gerade, echte Mitbestimmung statt Pseudo-Bürgerbeteiligung. Es kann wohl kaum als Höhepunkt der Entwicklung des menschlichen Zusammenlebens betrachtet werden, alle paar Jahre ein Kreuzchen hinter Kandidaten, deren Parteien nach der Wahl ohnehin zumeist miteinander koalieren machen zu dürfen und ansonsten keinen Einfluss auf die Entwicklung der eigenen Stadt und des eigenen Landes zu haben. Wesentlich geringere Hürden für Volksbegehren, zum Beispiel nach Schweizer Vorbild und... Ah, muss die Seite umblättern. Schweizer Vorbild. Und die Abwählbarkeit von, in Klammern, auch einzelnen Abgeordneten sind unverzichtbar, um echte Mitbestimmung zu gewährleisten. Das sächsische Königshaus, das sächsische Königshaus ist bei der Gestaltung der Zukunft Sachsen angemessen einzubeziehen. Wo ist das sächsische Königshaus? Würde mich ja mal interessieren. Habe ich noch gar nicht kennengelernt. Inwieweit die da mit zu einbestimmen sind bei unserem demokratischen Findungsprozess. Wo ist dieses Königshaus? Ja, Schweizer Vorbild, das heißt, dass dort Menschen direkt wählen. Ja, wenn zum Beispiel so etwas wie Grenzschutz, Migration, Corona, Pandemielagen ungewiss ist, lässt man einfach die Bevölkerung abstimmen, inwieweit das verschärft oder gelockert werden soll. Ja. Also fragen, soll man die Grenzen aufmachen, soll man sie schließen? Ja, könnte man natürlich immer ein Volksbegehren auf den Tisch legen und dann halt Menschen das direkt abstimmen lassen. So bräuchte man eben keine Volksvertreter, wenn man jeden Beschluss selber fasst. Aber wie gesagt, das nimmt halt irgendwann auch kein Ende. Ja? Wenn man sich vorstellt, dass man wirklich bis jedes kleinste Detail alles mitbestimmen muss. Klar gäbe es dafür sicherlich auch heutzutage Wege, wie man das umsetzen könnte. Ja? Aber Tür und Tor für Manipulation kann man da wahrscheinlich auch nicht so einfach schließen. Politischer Report. Dein Freund Kasek auch vor Ort? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Jetzt sind es schon, ich glaube, es sind knappe 10 Gegenprotestanten, die auf der anderen Straßenseite stehen. Ich weiß es nicht. Wäre ja mal lustig, ein Gespräch zwischen Kasek und den Freien Sachsen. Oh Mann, ein Gespräch zwischen Kasek und den Freien Sachsen. Das wäre ja wirklich ein Traum. Dafür würde ich bezahlen. Oh, bitte, Herr Kasek, kommen Sie vorbei und reden Sie mit den Freien Sachsen. Das würde mir so viel bedeuten. Ja, beide Seiten rüsten auf. Ja, und da drüben ist so eine Art kleiner Gegenprotest. Für die Leute, die nicht glauben, dass sich hier tatsächlich Widerstand formiert.
Hi, was? Bist du Mitglied im Kreistag von Leipzig? Nein, ich bin nicht Mitglied im Stadtrat von Leipzig. Ich wohne selber gar nicht in Leipzig, deswegen kann ich dafür auch nicht kandidieren. Ja. Diese runde Tisch will ich schon seit 3 Jahren. Ja, das wäre wirklich sehr interessant. Ist Herr Kasik dieser eloquente Anwalt? Ja, genau, dieser Ex-Anwalt. Er hat leider seine Zulassung verloren, soweit wie ich weiß. Oder das zu wissen glaube, besser gesagt. Ja. Aufgewacht, Dankeschön, dir auch. Ja, aber es läuft doch alles noch friedlich ab. Ja. Kann man überhaupt diskutieren mit dem Kasek? Ich habe nur mitbekommen, dass er Fragen stellt, aber niemals welche beantwortet und sich dann selbst als Sieger abstempelt. Ja, Diskurs ist immer nicht so einfach. Ja. Ah, verabschieden Sie schon. Entschuldigung. Ich bin selbstständiger Reporter. Ich versuche hier ein kleines Bild von den Freien Sachsen zu kriegen und auch von den Menschen, die hier vor Ort sind. Hätten Sie vielleicht kurz Lust, eine Minute was zu sagen? Nur warum Sie heute hier sind. Das wäre auch schon alles. Sie vielleicht auch? Nö. Nö, okay. Dann nehme ich. Sie haben keine Angst vor der Kamera, hoffe ich? Ich habe keine Angst vor der Kamera. Also erstmal schönen guten Tag. Warum sind Sie heute hier? Ich bin heute hier, um meine Unterschrift zu leisten für diese Kommunalwahl für die Freien Sachsen. Ja, warum? Warum finden Sie die Freien Sachsen so gut? Ich finde die Freien Sachsen, warum finde ich die gut? Ich denke mal, es ist eine nicht eine rechtsextreme Partei, wie es so in diesen gleichgeschalteten Propagandamedien dargestellt wird. Das sind Menschen aus jeder Richtung. Und ich persönlich habe nichts. Ich halte nichts von diesen Auffassungen rechts, links, oben, unten. Jeder sollte seinen gesunden Menschenverstand gebrauchen. Und das passiert heutzutage in der Gesellschaft kaum noch. Also mehr Selbstdenken, anstatt sich in irgendwelche Ideologien zu verirren. Zum Beispiel auch dieser Begriff Querdenken, den finde ich unheimlich genial. Und da ist ja auch total geframed worden und dann sofort in der rechten Ecke gelandet. Ja, das ist einfach nur lächerlich. Aber ich finde generell viele Begrifflichkeiten eigentlich sehr genial. Ja, also wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, was die denn auch bedeuten, auch mit der Links-Rechts-Thematik, woher das eigentlich kommt. Mhm. Aber was ich auch sehr faszinierend finde, ist die Verbindung zwischen dem Querdenken und dem Begriff Faschismus. Das ist genau das Gegenteil im Grunde. Also Faschismus, da spricht man von einer Bündelung, dass sich Menschen um kommt eine... Kommt aus dem Italienischen. Genau, so heißt im Grunde so bündeln. Ne? Und dass sich Menschen um eine Idee quasi rumrum versammeln, aber andere ausschließen. Ne? Andersdenkende eben auch bekämpfen. Und das ist es im Grunde. Ja? Diese Bündelung steht ja immer Menschen entgegen, die quer, die sich da nicht einfassen lassen, sondern die quer rausschießen. Ja. Ja? Und da hat man schon. Ja, in meinem Kiez gibt es einen Weinladen, ich denke mal so, ja, ich sage das mal von links denkenden Menschen. Mhm. Und dort stand groß an der Schaufensterscheibe: kein Wein für Faschisten. Da wäre ich am liebsten reingegangen und habe gesagt, ihr dürftet euch den Wein nicht mehr selber verkaufen. Da ist ja die Frage, ob sie denn überhaupt wissen, was denn ein Faschist ist. Ja. Ich meine, Faschisten ist schon, ja. Das sind halt Ideologen, ja, die sich mit ihren Begrifflichkeiten einsetzen, nach einer richtigen Bedeutung, ja, und die Andersdenkende ausschließen. Ja, das ist schon nicht so schön, ja, muss man auch ehrlich sagen. Aber wo sind die Faschisten? Ja, das ist es eben. Okay. Ja, danke für Ihre Zeit. Gibt es noch was Sie vielleicht noch loswerden möchten? Nö, eigentlich nicht. Außer die Schönen Regierung. Tag noch. Okay, alles gut. Ciao. Entschuldige. Kannst du vielleicht kurz die Kamera halten, damit ich einen Schluck trinken kann? Natürlich. Ja, danke schön. So, das ist die... Welchen Sender sind Sie? Nee, es ist live auf YouTube hier gerade. Kannst du kurz das noch, nur damit das hier das Kabel nicht abreißt. Wurde ich auch gesetzt? Ah, das ist eine Technik hier. Das ist eine Technik, ja. Ja, wir haben ja hier einen Marathon-Einsatz heute wahrscheinlich. Mal gucken, ob ich echt die sechs... Du bist die ganzen 6 Stunden hier, oder? Ich denke auf jeden Fall, ja. Uiuiui. Was trinken kannst. Genau so ist das. Ja, aber ein sonnigerer Fleck wäre schöner gewesen, ne? Genau. Aber gut, niemand ist perfekt. Das wäre der Hammer. Wie viele Unterschriften habt ihr denn schon, weißt du das? Das kann ich dir nicht sagen. Müssen wir mal fragen. Mal fragen. Das wird auch, glaube ich, nicht gesagt. Das wird nicht gesagt. Ah,
Da sind die Leute nicht, also, mehr, nicht mehr motiviert. Nur der Vertreter für diesen Bezirk, der kann das machen. Das meiste ist der Herr Andres. Der kann nachschauen, wie viele Unterschriften schon gesammelt wurden. Herr André? Andres. Was ist der mit dem Rücken zu uns? Nee, das ist der Herr Brück. Ah. Möchtest du das hier unterschreiben? Ich muss das mal los. Ja, ja. Herr Andres? Er ist gerade nicht da. Okay, natürlich. Ja, habe ich ein Glück. Ja, aber ich stelle mich erstmal in die Sonne. Halt das hier nicht mehr aus in diesem Schatten. Ja, Freie Sachsen, Wahlkampf. Man möchte sich hier aufstellen lassen für die Stadtratswahl, für die Kommunalwahlen in Leipzig. Ja, dafür braucht man ca. 200, über 200 Unterschriften, um für jeden Stadtteil in Leipzig zugelassen zu werden. Da sind die Freien Sachsen gerade dran mit ihrer Aktion hier vor dem Amt für Statistik in Leipzig. Ja, man kann auch nur im Amt für Statistik diese Stimmen leisten, wenn man sich möchte, dass die Freien Sachsen hier in Leipzig aufgestellt werden, muss man zum Amt für Statistik. Ja. 200 Leute, da führt dann kein Weg dran vorbei und man kann auch nachweisen, dass, wo diese Menschen halt herkommen, dass sie immer auch aus diesen Stadtteilen stammen, um quasi da auch sicherzustellen, dass aus jedem Stadtteil Menschen das auch wollen. Also es genügt nicht, wenn aus einem Stadtteil Leipzigs 200 Menschen ihre Unterschrift leisten. Man braucht wohl aus jedem Stadtteil von Leipzig 20 Unterschriften. Ja, aus gute 20. Interview mal den Brück. Ja, haben wir noch Zeit. Wollte gerade Briefwahl vorschlagen. Ja, klar. Das ist der sicherste Weg, natürlich. Ob Herr Kasig auch unterschreibt. Ja, für ein bunteres Stadtratswesen hier in Leipzig. Wieso denn nicht? Ich unterschreibe für Geld alles. Ja, na, das lobe ich mir in einer Demokratie. Ich schaue alle deine Videos und finde dich einfach genial. Ja, das liegt immer im Gehirn des Betrachters, glaube ich, wie genial ich bin. Besuchst du auch mal den Drachen, wenn ich wüsste, wo er ist? Vielleicht. Abo ist raus. Danke, Mike. Danke, Mike. Und ja, es gibt auch schon einen kleinen Gegenprotest, bestehend aus guten 10 Leuten, die auf der anderen Straßenseite sich aufhalten, ein paar Schilder hochhalten, ein bisschen Regenschirme haben. Aber momentan ist das alles noch ruhig, weswegen ich das jetzt auch einfach mal ignoriere. Aber was ich nicht ignorieren kann, ist der Temperaturunterschied zwischen diesem Bereich, wo die Sonne hinstrahlt, und diesem Ort, wo die Freien Sachsen ihr Zelt aufgeschlagen haben. Das ist wirklich wie Feuer und Wasser hier. Respekt, gute Arbeit, nicht so bescheiden sein. Ah. Bist du AfD-Wähler? Wahlgeheimnis. Was ist eigentlich mit der Gegendemo? Warum kommen da keine Gegenrufe oder fällt denen nichts an? Das ist ja jetzt auch wieder provozierend. Ja? Es ist ja auch schön, wenn man hier etwas Ruhe hat, oder? Schönen guten Tag. Entschuldigen Sie, darf ich Sie kurz stören? Ich bin... Nein. Alles klar, haben Sie noch einen schönen Tag. Die kämpfen auch im Schatten, ja, wie die Spartaner. Wo du bist, scheint die Sonne. Ja, klar. Na klar. Viele Provokateure hier im Chat. Ach, heute ist doch auch noch Mittwoch, oder? Heute gibt es ja auch noch andere Demonstrationen hier in Leipzig. Oh je, da schaue ich vielleicht auch nochmal vorbei. Das wäre auch ganz interessant. Falls hier welche der Hater zuschauen, ich bin kein AfD-Wähler, dennoch feiere ich Weichreiter TV-Videos-Übertragung gerne. Safe.
Gegenprobe nach demokratisch geht ja nicht, was? Manchmal verstehe ich nicht, was im Chat steht. Ja, krass, ja, es gibt ja viele Leute, die sich da einen Dialog wünschen zwischen dem Antifaschisten, Antifa, ja, Negut und mir, beziehungsweise gemeinsame Reportagen, einfach weil seine Sichtweise doch eine ganz andere ist als meine. Und das ist ja erst recht interessant, wenn unterschiedliche Weltanschauungen aufeinandertreffen, im friedlichen Diskurs natürlich, und ihre Meinung zu den jeweiligen Geschehnissen sagen können. Ja, so kann man vielleicht dann doch, ja, es andere Menschen eher nachvollziehen. Aber ja, das wird wohl erstmal noch ein Traum bleiben. Was ist dein Lieblingsbundesland? Ich sag's wahrscheinlich so wie jeder, ja. Jeder liebt wahrscheinlich sein Bundesland am meisten, einfach weil er das am besten kennt. Und so würde ich auch sagen, Sachsen ist mein Lieblingsbundesland, einfach weil ich hier die meisten Erfahrungen gesammelt habe und die meisten Menschen kenne und die meisten Menschen auch liebe. Ja, soll nicht heißen, dass andere Bundesländer jetzt scheiße sind, aber ich habe einfach gar nicht genügend Erfahrungen gemacht, um darüber zu urteilen. Deine Lieblings... was? Lieblings-Urfikana? Ich bin selbstständig, ich mache das hier gerade live auf YouTube. Ich bin eigentlich überall. Also nicht primär für die. Weichreite. Wollen Sie, Weichreite. Genau, wenn Sie wollen, können Sie auch gerne was sagen. Nee. Wenn Sie möchten. Okay. Ja. Ja, hier werden frei fleißig Unterschriften gesammelt. Was? Sound, ja, ich wurde. Ja, was ist dein Lieblings-Antifa-Ultra-Verein? Ton weg. Da müsst ihr jetzt wieder gehen. Antifa-Ultra-Verein, als ob ich sowas kenne. So, wir sind noch gar nicht fertig damit, die Wahlbroschüre vorzulesen. Negut ist wieder. Grossi, Negut haben sie aus dem Raus psychologisiert. Ja, sehr gut. Das wirklich klappt. Sehr gut. Was geht? Keine Schirmträger. Doch, in der Tat, die Schirmträger sind da drüben. Aber noch ist hier Ruhe. Beziehungsweise eine schirmtragende Person. Hm. Da, sag die Friesen auch lieb. Sag, dass du Friesen auch liebst. Ja, natürlich, ich liebe die friesische Sprache. Okay, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Dringende Frage, was hast du mehr als einen Pulli? Gar nichts. So, dann gibt's weitere Bildung im sächsischen Widerstandslektüren hier. Wo waren wir gerade? Abwählbarkeiten, Subsidiarität. Subsidiarität statt Gängelung von oben. Ja, statt einer Gängelung von oben herab muss die Subsidiaritätsprinzip wieder Geltung bekommen. Dieses beinhaltet, dass alle Entscheidungen auf der niedrigstmöglichsten Stufe gefällt werden. Im Dorf, was das Dorf betrifft, im Landkreis, was mehrere Dörfer betrifft, im Land, was das Land betrifft und so weiter. Derzeit gilt das Gegenteil. Was sehr gut im Dorf geklärt werden könnte, wird im aufgeblähten EU-Apparat in Brüssel entschieden. Und was unsere Sachsen betrifft, wird viel zu oft von Berlin aus diktiert. Damit muss Schluss sein. Freie Sachsen vertritt eine klare Position. Dresden statt Berlin. Ja, dass Probleme immer auch vor Ort gelöst werden sollten, ist auch klar. Ja. Gibt es eigentlich auch eine schöne Geschichte dazu. Es gibt wohl drei unterschiedliche Wege, wie man Geld ausgeben kann. Ja, das eine ist, dass man sein eigenes Geld für sich selber ausgibt. Ja, das heißt, man hat Geld selber geschaffen. Man weiß, wie schwer es war, das
so anzusparen. Und auf der anderen Seite, wenn man es für sich selber ausgibt, weiß man ja auch, was braucht man denn überhaupt? Ja, für was gibt man es aus? Natürlich für die wichtigsten Sachen. Ja, dann kannst du fremdes Geld für dich selbst ausgeben. Ja, quasi, du nimmst irgendwo einen Kredit auf. Ne, dann weißt du nicht mehr, wie schwer es ist, dieses Geld dann auch wieder abzubezahlen, ja, zumindest ungefähr, aber du weißt wenigstens noch, wo die Probleme sind. Ja, also du kannst immer noch wissen, wo das Geld am besten landen sollte. Ja, und das Dritte ist dann, wenn du fremdes Geld ja, für fremde Interessen ausgibst. Ja, das ist das, was in der Regel Politiker machen. Ja, die nehmen das Geld der Steuerzahler und geben es für Sachen aus, von denen sie selber gar keine Ahnung haben. Und desto weiter diese Politiker weg sind, ja, desto schlimmer wird es. Ja, wenn EU-Gelder dann für Menschen in deutschen Dörfern ausgegeben werden müssen, für deutsche Projekte oder wo auch immer, dann ist der EU-Parlamentarier ja, natürlich sehr weit entfernt von dem Dorfleben und weiß deswegen auch gar nicht, was da vor Ort eigentlich gebraucht wird. Ja. Das ist dann auch gar nicht so einfach. Deswegen sind natürlich regionale Probleme besser von regionalen Menschen auch zu lösen. Aber das entzieht sich natürlich dann größeren staatlichen Kontrollen. Was ist hier los? Thema Unsterblichkeit, Leute. Was? Wo ist heute die Arlehrerin mit dem selbstgemalten Bild? Das war in Hermsdorf. Leipzig und Hermsdorf, es ist schon ein bisschen entfernt voneinander. Deswegen meine ich nicht, dass heute für mich irgendwelche Bilder gemalt werden. Mein Berufswunsch ist Ricarda, Leute. 4 Millionen arme Kinder in Deutschland. Ja, traurig. Welcher Stadtteil ist das? Wir hatten das vorhin. Ich glaube, Zentrum West. Ich glaube, irgendwie so. Sei froh, dass du nicht bei 4 Grad im Erzgebirge stehst. Glück auf. Bei mir ist nichts mit Sonne. Ja, bei mir ist auch nichts mit Sonne. Ich stehe hier im Schatten. Ja, die Sonne ist irgendwo da hinten, einen Meter neben mir. Allerdings ist die ganze Fläche hier von den Freien Sachsen schattig. Ja. Und da mitleide hier. Die verteilen doch... Pullis, oder? Frag doch mal, ob sie eins für dich haben, zusätzliche Wärmequelle. Klar, würde ich mir noch einen freie Sachsen-Pulli. Regenschirme wirft die Purschen Pöbel, was? Wann geht's wieder zum Friseur? Niemals? Ja, genau, zum Topics. Perfekt. So. Also ich glaube, wenn jetzt hier nichts weiter passiert, dann bin ich hier auch in einer Stunde weg. Es gibt noch eine andere Demonstration in der Innenstadt, wo ich auch mal vorbeischauen wollte. Und dann gibt es auch noch den Protest von Bianca Witschel, die heute ihr einjähriges Gefängnisjubiläum traurigerweise feiert. Ja, dafür, dass sie Maskenatteste ausgestellt hat. Zu Unrecht wird dir das zumindest vorgeworfen. Ja. Ja, vielen Dank für deine Gedankenverbrechermitgliedschaft. Jetzt kann ich natürlich den Namen nicht lesen. Technik, Technik, Technik. Da, Christoph Pape. Vielen, vielen Dank. Das Leben des Brian, ja. Das Leben des Brian sollte neben die Farm der Tiere jeder gesehen haben. Mega gut. Und ja, vieles davon hat man schon vorausgesehen, was hier momentan passiert. Wirf die Purschen zu Boden. Wirf die Purschen zu Boden. Purschen, naja, das kommt auch aus dem Leben des Brian. Jetzt kommt die EG Metall aus dem Gebäude mit Flaggen. Ich denke, okay, da freut man sich. Ja, aus dem Gebäude, wo die zentrale Stadt, das Amt für Statistik ist, ja, sitzt auch die IG Metall und die IG Metall schließt sich jetzt auch dem Gegenprotest an dazu. Ja, sehr gut. Was wären wir ohne Demokratie? Mehr Meinung zur RAF, Herr Rote Armee Fraktion. Banküberfälle, ich glaube auch Körperverletzung, alles das wird diesen Menschen ja, zur Last gelegt. Ist es nicht gerade die demokratischste Art und Weise, seine Probleme zu lösen, meine ich. Von daher ist die Rote Armee-Fraktion jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsverein. Ja.
Der mit dem Eierbild, hatte der eine Behinderung oder was kam mir so vor? Keine Ahnung. Ich kann den Menschen auch nicht in den Kopf schauen. Das Amt für Statistik hat bestimmt um 12 Uhr Feierabend. Na, man sagt, man soll hier wohl von 10 bis 16 Uhr seine Stimme abgeben können. Also, wohl nicht. Klar. Für die Demokratie kann man wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger arbeiten. Ich kannte die Daniela als Kind. Die hatte es nicht leicht. Ja, ist schon leicht, ja. Nuller blockt hier grundlos was. Wie gesagt, ja, dieser Chat soll davon leben, dass hier unterschiedlichste Meinungen aufeinander prallen. So hat auch der Sozialismus seinen Platz hier im Chat und ich bitte darum, andere Meinungen zu tolerieren, ja, und niemanden hier einfach nur, ja, weg zu beleidigen und zu sperren, nur weil er eine andere Auffassung hat. Ja, wer trollt, fliegt, genau, um es abzukürzen. Schönen guten Tag. Zeit. Bist du jetzt? Gibt es keine gleiche Löhne in Deutschland? Ja. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das wäre doch was. So, Subsidiarität haben wir abgehakt. Auch ein sehr, ja, schlaues Wort. Gibt bestimmt auch was Einfaches für, aber es hört sich nicht so schlau an. Eigenverantwortung statt Bevormundung. Entsprechend dieses Prinzip hier steht vor der Mitbestimmung die Eigenverantwortung. Höher als das angebliche Recht ab Zustimmung. Was der Nachbar mit seinem Haus tut, darf, muss immer das Recht sein, mit seinem Haus zu tun, was für richtig gehalten wird. Die obrigkeitlichen Eingriffe in die Privatautonomie und die Vertragsfreiheit müssen auf ein Minimum zurückgefahren werden. Freie Sachsen fordern selbstverständlich dementsprechend eine individuelle Austrittsmöglichkeit aus den staatlichen Zwangssystemen wie Rentenversicherung, Krankenversicherung, Schulzwang und GEZ. Ja, keine GEZ, keine Krankenkasse. Ja, wenn ich mir überlege, als Selbstständiger muss ich jetzt jeden Monat 300 Euro plus in die Krankenkasse bezahlen. Irgendwas zwischen 15% und 20% meines Einkommens. Nicht, dass ich 3000 Euro im Monat verdienen würde, aber das ist schon nervig. Ne? Das ist schon nervig. Und mal dazu, dass ich den Krankenkassen sowieso nicht vertraue mit ihren scheiß Chemietabletten. Aber gut. Was? Wollen Sie was sagen? Dialog, Demokratie. Ist das Gegenteil von Faschismus. Meinte gerade ein Mann, ob ich nichts anderes zu tun habe oder wir nichts anderes zu tun haben. Ich dachte, der denkt, dass ich zu den Freien Sachsen gehöre. Keine Ahnung. Parteien. Will wohl auch Parteien verbieten. Also Mitglieder. Bist du aber gut gepolstert? Ja, das ist ja. Gleich den eigenen Account löschen, grünige Leute. Die Apotheke muss aufpassen, wie beim Arzt auch. Das gleich den eigenen Account löschen, grünige. Freiheit bedeutet immer auch die Freiheit des Andersdenkenden, ne? So ist das leider. Das heißt leider. Ja, es ist halt so. Freiheit bedeutet nichts anderes. Subsidiarität ist ein Prinzip, das besagt, dass Aufgaben und Entscheidungen auf der niedrigstmöglichen Ebene einer Organisation oder einer Gesellschaftsebene stattfinden sollten. Ja. Wieso nicht? Ja. Warum nicht gleich Kommunismus? Also der Richtige, ja, aus den Kommunen heraus, über sich selbst entscheidend. Das ist ja auch das, was der Kommunismus möchte, im Wesentlichen. Ja, ich weiß, klar, Kommunismus steht für viele für Unterdrückung und für, ja, Armut und Sozialismus. Aber letzten Endes wäre das genauso, als wenn man sagt, dass der Erfinder der Bibel wollte, dass Menschen auf dem Scheiterhaufen landen. So. Kommunismus sollte eigentlich das Himmelsreich auf der Erde schaffen. Ja, alle Menschen sollten gleich sein.
Aber das ist nicht so einfach, ja, weil wir halt doch gar nicht so gleich sind. Wir haben doch unterschiedliche Talente und Fähigkeiten. Ja. Aber gut, gleichwertig vielleicht noch irgendwo, ja, zumindest von der Geburt an, nicht mehr so schnell. Ja. Einfach, weil wir unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ne? Ich denke mal, ein Arzt hat einfach einen höheren Stellenwert in einer Gesellschaft als jemand, der 3 Gruppenvergewaltigungen begangen hat. Ja, meiner Meinung nach. Darf ich das noch sagen? Nein, oder? Alle Menschen sind nun mal nicht gleich, was auch gut ist. Ja. Wie gesagt, so von Geburt, ja, dass jedes Mensch, Kind, was jedes Baby ja, dieselben Rechte hat und so und von da an gleich ist, okay. Ja. Aber danach entwickeln wir uns halt völlig in unterschiedliche Richtungen und je nachdem, was wir für Wege im Leben einschlagen, kann das Ganze auch mal ganz schön schief laufen. Erfinder der Bibel, ich schmeiß mich weg. Auch die Bibel wurde zusammengefasst, ja, aus mehreren hebräischen Überlieferungen, ich glaube 13, 14 Stück waren es. Ja. Also hat auch jemand die Bibel zusammengestellt. Ja. Das war nicht Gott. Ja. Gott hat nicht die Bibel zusammengestellt. Das war, was weiß ich, was es war. So tief bin ich in der Materie auch nicht. Ich weiß nur, dass ich jede Religion, die sich für Krieg derartig leicht missbrauchen lässt, nicht unbedingt meine Religion ist. Das gilt aber auch für den Islam. Guten aus Hessen, hab eben erst eingeschaltet. Warum gehst du denn genau gerade? Wir sind bei einer Wahlkampfveranstaltung von den Freien Sachsen. Hinter mir, ja, vor mir befindet sich das Amt für Statistik. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie eine Minute Zeit? Nein, okay, hinter mir befindet sich das Amt für Statistik. Hier müssen über 200 Menschen ihre Stimmen abgeben, wenn die Freien Sachsen für jeden Stadtteil in Leipzig ja, Stadträte stellen wollen, ja, müssen sie über 200 Stimmen einsammeln aus den unterschiedlichsten Stadtteilen, ja, jeweils gute 20. Dann dürfen sie auch für jeden Stadtteil kandidieren, um eben da etwas ja, Stimmung und Werbung zu machen. Es sind die Freien Sachsen heute hier vor diesem Amt und versuchen eben Bürger für ihre Sache zu gewinnen. Eine Diskussion ist sie nicht, möchten Sie nee, nicht. Nee, wenn ich meine Kundgebung stürmen möchte, ist das nicht. Wir haben die ganze Zeit ordentlich diskutiert, ganz normal, hast genau. Du gemacht. Dann, dann hast du den Leuten aber irgendwas eingeredet, die faschistische Organisation genau. Und da. Und dann ist es eine Belästigung. Genau. Und das, oder gehen genau. Das ist ganz einfach. Genau. Okay, also sie ist nicht nach Reden zumute. Nein. Sie sind auch Blumen genau. Zumute, also gehen Sie genau. Bitte. Weil Sie nicht möchten, dass die Leute, die hier vorbeilaufen, irgendwie diskutieren, und sondern... denken Sie nicht, dass die Leute selber wissen, wenn die an uns in Stand kommen, was sie sich einlassen? Da brauchen Sie jetzt nicht irgendwie eine Hintergrundstimme, denn irgendwas wissen. Den Leuten einreden, genau. Das ist selbstverständlich. Das ist Quatsch. Genau. Möchte ich kann ich gerne da drüber gehen, das ist dann eine Landungsfläche, sowas auch immer, aber hier nicht. Genau. Auf Wiedersehen. Möchte übrigens nicht gefilmt werden. Also, dann gehen Sie, dass die Kundgebung hier kann gefilmt werden. Genau. Sie sind im öffentlichen Interesse. Genau. Und jetzt gehen Sie bitte. Ich bin noch mal. Oder die Leute, aber ich nicht. Gehen Sie zur Polizei, wenn Sie eine Beschwerde haben. Genau. Gehen jetzt einfach. Genau. Aber worum ging es hier? Was war das Problem? Na gut. Also scheinbar möchte der Mann doch nicht reden, eben gerade so am Diskurs orientiert. Aber wenn es dann in der Öffentlichkeit landet, ist es doch ein Problem, oder? Was? Wie bitte? Warum ich möchte hier? Nicht dabei gefilmt werden, schlichtweg. Warum nicht? Sie können gerne warum schämen Sie sich denn für Ihre Meinung? Ich schäme mich nicht, aber filmen Sie sich doch selber. Mach ich und doch. Fragen Sie vor allem die Leute, bevor Sie filmen. Einfach so. Warum? Es ist eine öffentliche Veranstaltung hier. Ich möchte trotzdem nicht gefilmt werden. Warum nicht? Möchten Sie von mir gefilmt werden? Ja, los. Okay. Können wir uns ja gegenseitig filmen. Da drüben ist auch noch eine Kamera. Machen wir das hier. Macht hier jeder seine Kamera. Dann ist auch alles transparent, oder? Okay. Aber Sie können doch mal erzählen, was hier passiert ist. Wieso denn? Ich wollte ja mit den Leuten hier reden, aber die Leute wollen ja nicht. Da könntest du doch hier reden. Sie haben ordentlich geredet. Oh, überhaupt kein Problem, einen Dialog zu führen. Aber wenn Sie den Leuten irgendwelchen ins, einreden wollen, das ist, was Sie hier machen, können Sie mal bitte zu lassen, haben, dass die Leute kommen können? Nee, Sie gehen jetzt runter hier. Ab, komm. Genau so ist es. Geh jetzt, genau. Meine Bieder.
Ja, Dialog ist manchmal wohl gar nicht so einfach, aber trotzdem, ja, man hat es versucht scheinbar. Geh mal arbeiten, du Assi! Ja, man muss ja auch nicht beleidigend werden, oder? Aber wenn hier rumgeschrien wird, ja, dann ist das doch im öffentlichen Interesse, oder? Seht ihr das anders? Ja. Danke fürs Gespräch. Ja, schade, ne? Das wäre jetzt eigentlich ein richtig guter Rahmen gewesen, um mal einen Dialog zu starten. Und dann beschwert er sich, dass das dann öffentlich geführt wird auf einer öffentlichen Veranstaltung vor dem Freien Sachsen. Also, es geht auch noch bescheuerter, oder? Ja, könntest du uns sagen, was eben los ist? Ja, ich weiß doch genauso viel wie ihr. Ich habe es doch genauso nicht mitgekriegt. Da war wohl jetzt einer von der Gegenveranstaltung, der hier scheinbar seine Meinung loswerden wollte. Ich weiß es nicht. Na. Könntest du kurz sagen, was hier passiert ist gerade? Ich habe es nur in der Mitte irgendwie mitbekommen. Ja. Also der Herr, der gerade da war, der hat in den Stand gegangen, hat Fragen gestellt. Das ist das, was wir wollen. Hat Dialog geführt, war auch überhaupt kein Problem. Mhm. Hat aber dann, als Interessenten gekommen sind, dummes Zeug geredet. Dann erzählt, gehen Sie nie unterschreiben für diese Faschisten, für diese Nazis. Sie wissen ja gar nicht, wer das ist und so weiter. Und da haben wir gesagt, das ist ein Eingriff in unsere, ich sage mal, politische Agenda. Wir können auch mit den Leuten reden, die sind ja alle mündig und mit denen kann man reden. Mhm. Haben wir mehrmals versucht, dass Hat er denn nicht gesagt, wie er drauf kommt, dass sie Faschisten sind? Nee, hat er nicht. Hat einfach mal was in den Raum geworfen und hat dann gesagt, ja, gehen Sie nie unterschreiben. Und so, das ist dann schon ein Eingriff, ich sage mal, in unsere politische und Werte und das wollen wir nicht. Dialog führen ja, aber blödes Zeug reden nee. So, und dann haben wir das mehrmals gesagt, nach dem dritten Mal haben wir dann versucht zu verweisen. Das hast du ja mitbekommen. Alles klar, gut, dann weiß ich Bescheid. Danke. Ja. Danke. Ja, da habt ihr es gehört. Jetzt allerdings auch nur eine Sichtweise. Ja, ich weiß nicht, die Sichtweise von dem Mann da hinten noch kriegen. Vielleicht auch nicht. Jeder eine Kamera hier dabei. Ja. Warum pflegt man seine Haare nie? Warum? Ey, ich war gestern in der Sauna, ja, die sind alle geölt. Gott, meine Haare, ey. Könnt ihr euch nicht mal über was anderes unterhalten? Geht doch mal rüber zur Gegendemo oder möchten die nicht reden? Ja, an und für sich. Wohl, richtig. Aber blöderweise ist hier eine Straße dazwischen. Ja, das heißt, ich kann mich auch nicht mal langsam an diese Demo annähern. Und ich müsste dann gleich in die Vollen gehen da drüben. Und davor habe ich doch etwas Respekt. Und wie war's mit Leib? Wo ist der Polizeiwagen? Der Polizeiwagen ist dort. Ja, aber der steht halt eben auch so in dieser Gasse, dass man nicht wirklich einen groben Überblick hat, glaube ich. IG Metall demonstriert gegen die Freiheit. Wenn damit Mai gemeint ist, dass sie Teil des Gegenprotestes sind, dann schon. Ja. Ja. Lass das nach zu gefährlich an deiner Straße. Lass das nach zu gefährlich. Ich rede mit der Polizei. Noch ist ja alles friedlich hier. Meine, momentan ist ja auch diese Demonstration da ruhig. Ja, ich meine, es sähe ja wahrscheinlich anders aus, wenn man hier die ganze Zeit rumschreien würde. Dann wäre ich da vielleicht auch ein bisschen aktiver, um da zu schauen, was da rumgeschreien wird. Ja, aber solange wie das hier alles noch so friedlich ist und ich auch überhaupt nicht weiß, ist das denn überhaupt die richtige Kundgebung? Hat man sich denn da richtig registriert oder was? Und haben sich da einfach nur wildfremde Leute zusammengefunden mit Regenschirmen, um dort, weiß ich nicht, die Freien Sachsen zu beobachten? Wo findet das heute in Leipzig statt? Wir sind hier bei der Amt für Statistik. Theodor-Heuss-Straße 1 ist das hier meiner Meinung nach. Ja. Da haben die Freien Sachsen hier ihren Wahlkampfstand aufgebaut, um halt Unterschriften zu sammeln, dass die in den unterschiedlichsten Stadtteilen hier in Leipzig kandidieren können.
ja, um ihren Stadtrat, um ihre Stadträte auch stellen zu dürfen, ja, brauchen sie wohl über 200 Unterschriften. Jeweils gute 20 aus allen Stadtteilen, was zusammengerechnet dann die 200 ergibt. Ja, so weit, so gut. Gut, wir waren auch noch gar nicht fertig mit der Broschüre der Freien Sachsen mit dem Motto, ja, was für ein Motto, keine Ahnung, habe ich jetzt überblättert. Elementare Rechtsgüter schützen durch Gemeinschaft und nicht durch den Polizeistaat. Freie Sachsen lehnt eine Erweiterung des Polizeiapparates ab, da eine zu starke Polizei in der Vergangenheit immer auch der Repression der friedlichen Bevölkerung diente, wie unter anderem bei den Corona-Protesten deutlich wurde. Die Sicherheitslage in Sachsen erfordert nicht mehr Polizei, sondern die Reduzierung von Anreizen für Kriminelle, ihre Tätigkeitsfelder nach Sachsen zu verlegen, sowie eine angemessene Prioritätensetzung der häufig aus politischen Gründen zweckentfremdeten Polizeibehörden. Ja, also Hashtag Polizeigrün. Ja, das ging ja momentan auch durch die Medien, dass sich da Polizisten in einem Verein, ja, zusammengerottet haben, kann man sagen, die doch der grünen Abteilung, der grünen Wählbarkeit etwas näher standen, unter dem Motto Polizei Grün, haben sich also quasi grüne Ideologen Polizisten zusammengefunden. Ja. Was dabei rauskommt, ja, wenn hier Parteien ihre eigenen Polizisten haben, ist dann ja natürlich auch etwas bedenklich, ja, meiner Meinung nach natürlich nur. Ja, es gibt ja nicht eigentlich ohne Grund die Trennung unserer Polizei, unserer Justiz und unserer Bundestagsabgeordneten voneinander, ja, Legislative, Exekutive und Judikative, ja, damit man überhaupt erst diese Demokratie stellen kann. Ja. Wenn alles das zentral von einem Apparat gesteuert wird, ja, dann war es das mit Demokratie. So. Dann haben wir eine Diktatur. Ja, und die Pressefreiheit ist natürlich auch sehr wichtig, ne, für diese ganze Sache, um dem auch, ja, zu beobachten, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Schönen guten Tag. Entschuldigung. Gut. Spart man an der Sicherheit. Ja. Wo sind die Asifanten noch im die Antifa, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es da drüben Flaggen und Regenschirme von IG Metall. Und ich schätze mal, das sind jetzt, wenn wir alles zusammenrechnen, vielleicht 15 Leute, die da als Gegenprotest stehen zu den Freien Sachsen. Es gab ja auch einen Aufruf, sich dem Freien Sachsen heute hier zu nähern auf Seiten der linken Seite. Hängt wieder, stoppt schon wieder, läuft flüssig, lol. Falke an, lol. Das ist jetzt die Wahrheit. 1000 Herzen, ja. Stürmt mit uns das Rathaus, wie am 11.11. Ja, das ist der Spruch, ja, der Freien Sachsen, unter dem Motto, stürmt mit uns das Rathaus, läuft heute hier diese Demonstration. Bei mir auch flüssig, ja, weiß. Aber es ist schade, ne, dass man sich doch nicht für einen Dialog hier trifft, was den Gegenprotest angeht. Ich meine, es gab zwar gerade schon so ein kleineres Scharmützel eben gerade, aber das wollte ja dann doch nicht wirklich reden. Ja, schade leider. Hatte da ein bisschen Angst vor der Kamera, was ich auch nicht verstehe. Öffentlichkeit ist doch ein Freund. Ich wurde BBB, Antifa hat sich wohl noch nicht genug Mut angekifft. Hast du dir einen Regenschirmschutz auswendig gelernt? Hast du deinen Regenschirmsatz auswendig gelernt? Nein, in der Tat. Servus! Haben Sie eine Meinung? Wollen Sie die sagen? Unterstützung unserer Schrift für die Freien Sachsen. Okay, dafür sind Sie heute hier? Deswegen sind wir heute hergekommen, ja klar.
Okay. Ja. Auf der anderen Seite gibt es ja auch einen Gegenprotest. Ja. Und es gab gerade wirklich so eine Art Gespräch. Also nicht wirklich, man hat sich eigentlich nur gegenseitig Sachen unterstellt. Dann hat man sich beschwert, dass ich das Ganze übertrage. Und dann war eigentlich auch schon wieder Feierabend. Leider. Da wissen wir aber, dass die Leute da drüben, ich muss sagen, von Demokratie keine Ahnung haben. Es kann auch, ist auch nicht halt mit Demokratie und zu tun, dass wir von der Polizei abgesichert werden müssen. Demokratie heißt letzten Endes, jeder hat seine Meinung, jeder darf die ganz offen kommunizieren und man muss mit Respekt auch gegenüber den anderen Menschen umgehen. Fertig ist. Und wir stimmen gemeinsam ab, wie sich unser Land in Zukunft entwickelt. So sieht es aus, ganz genau. Ja. Gut, jetzt kommen wir nochmal bei die Freien Sachsen, was es Schönes gibt und dann hoffen wir, dass wir gute Tat heute verbracht haben. Alles klar, weiß ich Bescheid, dann viel Erfolg. Danke. Bitte. Ich möchte Sie ganz kurz mal ansprechen. Ja, klar. Und zwar wurden wir gerade von einem Bürger angesprochen darüber, dass Sie ihn quasi als Person mit direkt gefilmt haben. Ja. Das ist natürlich nicht verboten, aber ich möchte Sie darauf hinweisen, aufgrund des Jahres, dass man das nicht veröffentlichen soll. Okay. Einfach nur so mit als kleine Kenntnis. Habe ich jetzt mitbekommen, ja. Sehr gerne. Er hat gefilmt, als ich den Mann von der Versammlung verwiesen habe und er nicht gegangen ist, hat er gefilmt. Und das kann er. Das wussten wir nicht. Also, ja, das nee, ist genau. Deswegen sage ich Ihnen leid, dass ich gleich. Danke, alles gut. Genau, also da hat er nichts Falsches gemacht. Ja. Uns ging es bloß darum. Genau. Ich habe es halt schreien hören und dann bin ich dahin gegangen. Nee, nee. Er hat hier gehört, hat Leute belästigt, hat mich verwiesen und das hat er gefilmt. Alles im Bereich. Sehr gut. Klar. Sind wir hier auch auf rechtlich stabilen Füßen unterwegs? Da. Ja, und es läuft bis jetzt auch noch ruhig hier, ne? Kann man auch sagen. Und die Sonne kommt langsam rum. Ich gehe ja nicht mehr weg, wenn die Sonne scheint. Die Polizei sei mal lieb zu denen. Ich war doch lieb, oder? Jeden Tag eine gute Tat, ja, safe. Ja, und das kommt dann, ja. Da versucht man einen Dialog zwischen den beiden Lagern zu übertragen, ja, wo es etwas vielleicht auch heißer hergeht. Und dann wird sich drüber aufgeregt, dass man das ja überträgt, ja. Das ist doch auch so lächerlich. Woher soll dann die Öffentlichkeit wissen, was hier passiert, ja, und was eben auch die Argumente auf beiden Seiten sind? Echt traurig, ja, an den Herrn. Echt traurig. Er kann hier alle als Faschisten diskreditieren. Aber wenn es dann um einen Dialog geht, mich dann an zu versuchen, hier in die Regeln, in die Schranken zu weisen, das ist halt. Ja, solltest du das hier sehen? Nee. Der Typ war locker 40 und hat sich wie ein 13-Jähriger aufgeführt. Ja. Ja, ich hatte halt nur mitbekommen, dass es da einen Tumult gab. Und ja, ne, es gibt schon die Regeln, dass man keinem Menschen, der passiv bei einer Demo ist, ins Gesicht filmen darf. Ja, das darf man nicht. Aber es gibt dann doch sowas wie öffentliches Interesse. Ja, wenn Parolen gerufen werden, wenn Menschen wie da drüben Schilder und Regenschirme hochhalten, ja, wenn Redner ihre Reden halten, dann verwirken die damit das Recht am eigenen Bild bei Demonstrationen. Und man darf die dann auch filmen. Ja, und nichts anderes war das. Und dann zu mir zu kommen und zu sagen, ah, film ich nicht, ist halt traurig. Ist halt traurig. Warum will er dann überhaupt seine Meinung sagen? Ja? Hier bei einer Demo. Ja? Im Demo-Rahmen. Natürlich ist das abseits von Demonstrationen dann auch wieder ganz anders. Beschwer dich nicht so viel. Genau das willst du doch dokumentieren, Ertrag. Ja, ich will die Diskussionen will ich dokumentieren, ja, und die Argumente und nicht diesen Blödsinn drumherum. Ja. Schönen guten Tag. Kann ich Sie kurz stören? Nee, ich weiß, wer Sie sind, aber ich habe gerade gar keine Lust. Schade. Warum kennen mich alle? Vor allem, als ob der damit nicht gerechnet hat, dass das passiert, dass er gefilmt wird, ja. Naja, gut. Und dann geht er zur Polizei. Oh Mann, ey, oh Mann. Die könnten nur ausstellen, aber nichts einstecken, ja. Austeilen. Schönen guten Tag. Haben Sie kurz eine Minute? Ich bin Reporter. Ich versuche hier ein bisschen über den Stand zu berichten und die Menschen, die hier drumherum sind, um dir ihre Meinung so aufzusammeln. Hätten Sie vielleicht kurz Zeit? Ich stehe da drüben sehr.
Haben Sie, können Sie das nicht kurz in die Kamera sagen? Okay. Okay, er meinte gerade, ein Herr, wenn er die da drüben sieht, ja, dann fehlt ihm was. So. Gerne rausgefunden, was. Ja. Die Übertragung sollte im Interesse beider Lager sein. Damit ein heilgehender Austausch ebenso. Zumindest wenn man von den eigenen Argumenten überzeugt ist, alles andere lässt tief blicken. Ja, ja, klar. Und von daher haben Sie jetzt die Chance, Herr Kasek, ja, an einem Dialog mit dem Freien Sachsen vor Ort. Hier an der, was ist das? Theodor-Heuss-Straße 1. Das wäre doch mal was. Vielleicht kommt er auch erst später. Da kommen alle, wenn ich weg bin. Das kann natürlich auch sein. Wer dich kennt, hat nichts zu befürchten. Nee, das Traurige ist ja, dass man, wenn man mich kennt, dann weiß man ja schon, ja, was man vielleicht sagt oder nicht sagt. Und dann ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, die wahre Meinung der Leute rauszuholen. Ja? Schon durch die Kamera ist es immer gar nicht so einfach, sich ungestört mit anderen Menschen zu unterhalten. Und ja, wenn man dann weiß, dass das auch noch ein paar tausend Menschen sehen, dann überlegt man sich ja auch gleich 10-mal, ob man überhaupt was sagt. Ja, und wenn, dann ist es auch alles nicht mehr so authentisch, meiner Meinung nach. Und von daher bin ich froh, wenn mich Leute nicht kennen, weil ich dann der Meinung bin, dass sie dann einfach echter das sagen, was ihnen wirklich auf der Seele brennt und nicht nur irgendwelche Sachen, die ich vielleicht gerne hören möchte oder Sachen, die ich gerne nicht hören möchte oder was auch immer. Ja. Ja, gut, gucken wir mal weiter in die Broschüre von den Freien Sachsen. Ja, Subsidiarität haben wir, Eigenverantwortung statt Bevormundung haben wir, was haben wir jetzt noch, elementare Rechtsgüter schützen durch Gemeinschaft, nicht durch den Polizeistaat. Freie Sachsen lehnt eine Erweiterung des Polizeiapparates ab, da eine starke Polizei, ja genau, das hatten wir auch schon. Weltoffenes Sachsenjahr, Anziehungspunkt für Wirtschaftsflüchtlinge, nein. Sachsen war über die Jahrzehnte ein weltoffenes Land. Damit dies noch so bleiben kann, ist der Zustrom von Menschen, die wesentliche Regeln unseres friedlichen Zusammenlebens offen ablehnen, entgegenzuwirken. Zu Zeiten, als Sachsen seine Angelegenheiten noch selber regeln konnte, war die Sache klar. Zum Zwecke der Arbeit konnte sich jeder nach Sachsen begeben, soziale Leistungen für Zugewanderte gab es aber nicht. Auf diese Weise wurden fleißige Menschen angezogen, die unser Land bereicherten. Für andere Arten von Zuwanderung gab es dagegen keinerlei Anreize. Diese Regelung ist vorbildhaft auch für die heutige Zeit. Also es kann jeder kommen, solange wie er arbeitet, um es abzukürzen. Nach meinem Verständnis, ja. Bis jetzt langweilig, ja. Was? Es kann doch nicht immer alles brennen, oder? Es kann doch nicht immer Kasek vorbeikommen und sich hier in den Dialog stellen. Das geht halt nicht immer. Kasek lauert schon um die Ecke und denkt sich pseudo-schlaue Sprüche aus. Versatzstück-Sprüche sicherlich. Das war ein Zitat. Ein Journalist mit Parteibuch hat Geschmäckle, ja. Hat alles Geschmäckle, ne? Aber dafür berichte ich ja live vor Ort, ja, deswegen gleicht sich das hoffentlich wieder ein Stück weit aus, dass man sehen kann, dass ja nichts abgesprochen ist, ja, dass das alles aus der Situation heraus entsteht und dass man hier ja nichts unterschlägt. Hoffe ich doch zumindest. Ich will gar nicht wissen, wie viele beim Spiegel auch ein Parteibuch haben, aber die sind halt nicht so bekannt. Er schaut noch den Spiegel. Das ist ja bloß Framing, die sagen ja gleich, ohne zu wissen, dass er AfD wird. Der Cash. Die 50.000 sind bald voll. Innerhalb der letzten Woche knapp 2.000 heute neue Abos. Ja, ja, ja.
Das ist gerade Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Was die neuen Abonnenten betrifft. Das bedeutet aber allerdings auch, dass ich wohl ein 50.000 Abonnenten-Special machen muss. Will, kann, darf. Und ich weiß noch überhaupt nicht, was ich tun soll. Wenn ihr Ideen habt, ja, für ein so großes Special, dürft ihr natürlich gerne in die Weichreite-Infogruppe schreiben. Mir fällt außer einer Reise nach Paris nichts wirklich Großartiges ein, gerade. Und Paris, weiß ich nicht, wenn ich niemanden finde, den ich als Übersetzer mitnehmen kann zwischen mir und den Franzosen, habe ich auch gar nicht so Bock drauf, glaube ich. Es gibt in Berlin subventionierte Wohnungen für Journalisten. Super. Warum gibt es die in Leipzig nicht? So, Sie wollen nicht mit mir reden, oder? In die Kamera. Ah, schade. Sie haben so ein schönes Gesicht. Sie auch, aber ich weiß. Danke. Ich verfolge Ihren Kanal trotzdem. Dankeschön, Dankeschön. 50k mal politisch bilden, wäre das eine Option. Was heißt politisch bilden? Definieren Sie das. Was passiert denn, was der überhaupt los? Also, wir haben hier einen Wahlkampfstand von den Freien Sachsen. Die sammeln hier Unterschriften vor dem Amt für Statistik, um zur Stadtratswahl zugelassen zu werden. Dafür brauchen sie ca. 200 Unterschriften, ja, etwas mehr als 20 aus jedem Stadtteil von Leipzig, um ihre Partei und ihre Stadträte hier kandidieren lassen zu dürfen. Ja, dafür steht man heute hier. Man möchte eben mit Menschen ins Gespräch kommen und sie vielleicht dann dazu kriegen, doch für die Freien Sachsen hier ihre Stimme abzugeben. Es gab einen Aufruf, aus, sagen wir mal, linken Strömungen, sich diesen Freien Sachsen heute hier entgegenzustellen, zumindest den Wahlstand der Freien Sachsen zu beobachten. Den sehen wir da hinten, erkenntlich an den Regenschirmen und den Schildern. Aber es ist in der Tat noch ruhig geblieben, bis auf eine, kurzes Aufeinandertreffen von einem Herrn. War es recht friedlich, der sich mit den Freien Sachsen wohl austauschen wollte, fielen aber die Begriffe Faschist und dann sollte er auch gehen. Ja, wie viele Unterschriften denn momentan da sind, ist die Frage. Das weiß, glaube ich, nur derjenige, der hier die Freien Sachsen angemeldet hat für den Wahlkampf in Leipzig, aber ich kenne mich ja jetzt auch nicht aus, wer das gemacht hat. Keine Ahnung, findet man vielleicht noch aus. Wie lange machst du dort? Ja, das ist jetzt die Frage. Ja. Wenn ich sage, ich gehe 15 Uhr und dann wird dann dieser Stand angegriffen, weil man weiß, okay, 15 Uhr gibt es keine Übertragung mehr. Wäre halt blöd. Ja. Wäre blöd für den Stand, wäre blöd für meine Berichterstattung, wäre blöd für euch, weil ihr alles verpasst. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich so eine Zeit sagen sollte. Ja. Wie lange ich hier noch berichte. Vielleicht berichte ich ja auch komplett durch. Ja. Tarnen und täuschen, wie es Martin Sellner sagen würde. Aber ich glaube, bleibt ruhig, ne? Es bleibt ruhig hier. Polizei ist da drüben, sichert das Ganze hier ab. Ein paar stramme Leute, die den Stand aufpassen. Ja, ich glaube nicht, dass hier was Großeres noch passiert. Vielleicht noch der ein oder andere nette Dialog versucht. Und dann war es das vielleicht auch schon. Ja, momentan sind wir 2 Stunden am Film. Ich glaube, dann sollte es irgendwas mit 12:30 sein. Ja, ein bisschen bleibe ich schon auch hier. Keine Angst. Hinter jeder Laterne könnte ein Spion sein, ja, das sowieso. Stramme Leute, du meinst Nazis. Nein, ich meine nicht Nazis. Ja. Wurde ja auch jetzt schon oft genug gesagt, dass man nicht so viel von Hitler hält hier. Und hier auf diesem Wahlkampfheft, Broschüre von den Freien Sachsen steht auch nichts von Nazis. Ja. Hab mir das jetzt fast
komplett durchgelesen. Ja, Subsidiarität, Eigenverantwortung statt Bevormundung, weltoffene Sachsen-Anziehungspunkt und nicht Raum für Wirtschaftsflüchtlinge, ja, elementare Rechtsgüter schützen. Und noch was? Bildung und Erziehung müssen. Sind aber auch viele Punkte. Sind so viele Punkte hier und die Rückseite auch noch. Da haben wir noch für die nächsten Stunden zu tun, glaube ich. Am Ende lesen wir alles wieder von vorne vor. So, was haben wir hier? Heimische Wirtschaft stärken, Mittelstand vor Ort schützen. Das haben wir schon vorgelesen. Für ein freies... Nein. Strafzettel bekommen, aber ich stehe doch gar nicht im irgendwas, oder? Ach nein, doch. Dreck. Passiert. Nur ein freies Sachsen in Deutschland und Europa. Wir wollen selbstbestimmt und souverän hier vor Ort entscheiden, statt immer mehr Befugnisse an die Bundesregierung oder die Europäische Union abzugeben. Wir streben deshalb an eine Autonomie für Sachsen, vergleichbar zum Beispiel mit Südtirol, Italien, Schottland und Großbritannien an. Sollte dies nicht möglich sein, muss als Sächsit auch ein genereller Austritt aus der Bundesrepublik möglich sein. Schon jetzt sind sämtliche Rechte des Föderalismus auszuschöpfen und möglichst viele in Sachsen selber zu entscheiden. Ja. Damit haben wir die eine Seite durch. Jetzt können wir noch die komplette andere Seite lesen. Sehr schön. Bildung und Erziehung müssen in der Hand der Eltern bleiben. Über Bildung und Erziehung der Kinder haben die Eltern zu entscheiden. Eingriffe in die elterliche Verantwortung sind nur bei schwerster Gefahr für die Gesundheit und die körperliche Unversehrtheit der Kinder angezeigt. Interventionen von Jugendämtern sind für die Entwicklung der betroffenen Kinder oft schlimmer als die Zustände, die diese rechtfertigen sollen. Wir fördern die Abschaffung des Schulzwangs. In seiner bisherigen Form. An dessen Stelle tritt eine Bildungspflicht, zu deren Erfüllung das System aus öffentlichen und privaten Schulen ein Angebot darstellt. Sehr gut. Lass doch die Kinder in Frieden. Ticket so scheiße. Ah, guck mal, ob wir noch jemanden abfangen können hier, wenn mal einen Dialog mit den freien Sachsen zu treten ist. Ah. Ja, vielleicht lernen sie es noch. Ah, könnten wir natürlich auch den Gegenprotest fragen, ob da jemand an einem Dialog mit den Freien Sachsen Interesse hat. Oder wir fangen einfach einen auf dem Gehweg ab, der an einem Interesse hat, im Gespräch Interesse hat. Ja, Gegendemo. So ruhig wie die Gegendemo ist, will ich da eigentlich gar nichts machen. Letzten Endes ist eh alles, was ich tue, für die eine Provokation. Ja, selbst wenn ich atme, ist es eine Provokation. Dreck. Ja, aber langsam, ja, je später es wird, desto mehr Menschen beteiligen sich hier auf beiden Seiten an den Protesten. Ja, danke für die 5 Euro. Kann ich dann gleich in den Parkticket investieren. Entschuldigen Sie? Verzeihung, ich bin Reporter. Ich berichte über Demonstrationen in Leipzig und derartiges. Und da interessiert mich immer die Meinung von den Menschen. Können Sie sich vorstellen, vielleicht kurz etwas zu sagen? Ich bin aus Belgien. Ja. Haben Sie Angst vor einer Kamera? Ja. Okay, dann haben Sie noch einen schönen Tag und viel Spaß. Belgien, okay. Auch nicht schlecht. In 2 Stunden sieht das anders aus. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen.
Ich bin Reporter. Wieso? Zwei Stunden. Sag nicht Angst, sag Scheu. Was denkst du vom neuen Demokratiegesetz von Frau Faeser? Ja, ich finde, wenn man ein Gesetz Demokratiegesetz nennen muss, ist es wahrscheinlich gefährlich, meiner Meinung nach. Weil letzten Endes nie das draufsteht, was von den Gesetzen verlangt wird, Demokratie zu fördern, indem man Parteien verbietet. Ja, ist das Förderung einer demokratischen Landschaft oder das Gegenteil? Ich weiß es nicht. Ich weiß es eigentlich aber nicht, will es jetzt nicht sagen. Heutzutage kann wirklich niemand Englisch, Russisch sollte wieder in der Schule gelernt werden. Was sage ich zur Cannabis-Legalisierung? Ja. Gebt das Hanf frei, sage ich. Wieder eine Steuerannahme mehr. Auf der anderen Seite Verbot. Das Verbot war es ja noch nicht wirklich. Ja. Jeder, der einen Bahnhof, Hauptbahnhof oder sonst irgendwas hatte, hat immer problemlos das Zeugs bekommen. Ja, und wer weiß, wie gestreckt das dann eben auch noch war. Von daher besser, wenn es in staatlicher Hand liegt, dass es da ein bisschen beobachtet wird, als wenn es komplett alles in die kriminellen Laufbahn läuft. Letzten Endes kriegt man es eh. Ja. Kennen Sie die Freien Sachsen? Ach, schön. Ja, so sieht hier der politische Kampf aus an der Front. Ah, ist das schön mit der Sonne. Das Demokratiefördergesetz fördert mindestens 200 Tonnen Demokratie täglich und die werden dann in die Menschheit verteilt. Ja, das ist doch gut. Je mehr Demokratie, desto besser. Wie gut ist das eigentlich für das Klima, wenn man mit Farbdosen einen Regenschirm besprüht? Sicherlich nicht gut. Schönen guten Tag. Haben Sie kurz eine Minute Zeit? Schade. Niemand hat Zeit hier. Wo ist die Demokratie? Kann ich dir auch nicht sagen. Passiert gar nichts, ja. Soll es auch mal geben, ja. Guten Tag. Haben Sie eine Meinung? Sehr gut. Warum steht im Parteiprogramm, das du vorgelegen hast, nichts über Leipzig konkret, wenn es doch über gerade die Leipziger Stadtrat geht? Ich habe ja auch noch nicht alles vorgelesen, ja, was in diesem Parteiheft steht. Kann sein, dass das eher die allgemeine Broschüre war für ganz Sachsen und nicht die vor Ort hier von Leipzig. Wenn es da überhaupt eine gibt. Ja, das ist ja noch die zweite Sache. Warum glaubst du, dass er einen Presseausweis braucht? Ja. Ich meine, ich habe es schon tausendmal gesagt. Ja, das heißt halt Pressefreiheit, auch nicht ohne Grund. Und nicht Presseausweisfreiheit. Entschuldigen Sie bitte, ich bin Reporter. Ich versuche ein bisschen über Demonstrationen und derartiges zu berichten. Und da bin ich natürlich immer gut, wenn ich Meinungen treffen kann und Menschen vielleicht dieses auch erzählen kann. Hätten Sie vielleicht kurz eine Minute Zeit, mir Ihre Meinung zu erzählen? Eigentlich haben Sie Angst vor der Kamera? Ich möchte nicht an Kamera sein. Okay, dann ist okay, dann alles passt. Ich würde gerne fragen, wo ist diese, wofür, wogegen? Ich kann nur mit diese? Ihnen reden, wenn Sie keine Angst vor der Kamera haben. Tut mir leid, das ist meine Regel. Okay, wie schade. Ja. Frage ich jemand anders. Dann, am besten die Seite da drüben. Okay. Dann haben Sie noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Ja, diese Kamera. Also ich will oft AfD und Döner. Ich mag meinen Döner, Jungs, ja. Gut. Wieso auch nicht?
Döner ist ja mittlerweile auch deutsches Volksgut, oder? Ich meine, der wurde ja in Berlin erfunden, von daher. Entschuldigen Sie, haben Sie kurz eine Minute Zeit? Ich bin Reporter, ich berichte hier über die Demonstration. Selbstständig, ich bin live auf YouTube gerade und versuche halt wirklich ein objektives Bild von den Menschen auch zu kriegen, warum die hier sind und wie ihre Meinungen sind. Können Sie vielleicht kurz sagen, was Sie denken? Die gehören eingesperrt. Können Sie nochmal, was haben Sie gerade gesagt? Die gehören eingesperrt. Okay, vielleicht warum? Weil es keine Demokraten sind. Okay, Sie kann. Und weil sie zum Staat gefördert werden. Okay, gut. Sie kam gerade vom Stand der Freien Sachsen. Richtig. Wie war da Ihr Eindruck? Haben Sie da was? Sehr gut. Was war so das, was Sie gut fanden, was die Freien Sachsen? Alles ist gut, was die Freien Sachsen machen. Ich verfolge sie die seit, ja, fast kurz nach Gründung auf Telekom. Hm. Was Besseres kann Sachsen nicht passieren. Okay. Als raus aus dieser Bundesrepublik, aus dieser Verwaltung, aus dieser GmbH. Raus aus der NATO, raus aus der EU. Haben Sie also auch Ihre Stimme hier abgegeben? Ja, selbstverständlich. Okay. Ja, danke. Dann war es eigentlich schon von mir. Gibt es noch was, was Sie loswerden möchten? Das ist keine Frage, ob, sondern nur die Frage, wann das alles hier zusammenbricht. Alles klar. Und vielen, vielen Dank. Bitte. Okay. Gut. Dann haben wir auch die ersten Alerta, Alerta, Antifaschista-Sprüche. Passend zum Demonstranten. Sehr gut. Aber dass diese Straße hier zwischen den beiden Protestlagern sein muss, ist ja auch wirklich extrem nervig. Ja. Kann man halt wirklich, entweder steht man auf der einen Seite, oder man steht auf der anderen Seite. Ja? Man kann nicht dazwischen stehen, ja, ohne von einem Auto überfahren zu werden. Ist das irgendwie ein Gleichnis für unsere heutige Gesellschaft? Wahrscheinlich. So, was haben wir denn hier noch? Haben hier die Freien Sachsen-Mützen. Es gibt auch eine Freie Sachse, was ist das? Kurze Hose für den Sommer. War nicht schlecht. Wird ja bald wieder wärmer. Anjon Günther. Okay, so, bestimmt jemand, den man als Sachse kennen sollte. Teelichthäuschen. Ah, das hat mit den Hämmern. Ja, erzgebirgisch. Okay. Ja, Grüne an die Ostfront. Ein paar Flyer. Blumen, Körbe, Käste. Was ist der richtige Ausdruck dafür? Blumen? Nee, das sind Teelichter. Teelichter. Ach, Teelichthalter. Okay, ich dachte schon, da macht man Blumen rein, aber das ergibt ja noch mehr Sinn. Was haben wir hier? Feuerzeuge. Es gibt sogar Freie Sachsen-Sturmfeuerzeuge. Ah, nicht schlecht. Das ist fürs Auto, ne? Zum Anhängen. Ah, okay. Zur Erinnerung an die Opfer des Corona-Impfexperimentes und der Zwangsmaßnahme des Kretschmer-Regimes. Ja, keine medizinische Beratung. Und das ist so eine Art, das kann man sagen, Gedenkstein? Ein Gedenkstein, so. Ein kleiner Gedenkstein. Deko für die Strandbahn. Okay. Wer war Karl Stülpner? Gut, dann bin ich nicht der Einzige, der den nicht kennt. Sehr schön, dann freue ich mich. Ja, dann noch Stifte, Anhänger. Was haben wir hier? Die Freien Sachsen-Anhänger. Okay. Genesen, geimpft, getestet, gesund. Ja, Feuerzeuge. Grillerpfeifen. Und ist das hier noch eine Wintermütze? Ja. Steht die noch zu verkaufen? Der Winter ist doch bald vorbei. Aber da kommt Ovito. Ah, okay, stimmt. Nach dem Winter ist vor dem Winter. Denk dra, dass du Deutscher bist, denn Schlacht ist der Mensch, war dein Volk vergisst. Denn Schlacht ist bar Mensch, der sein... Also schlachtbar ist quasi ein Mensch, der sein Volk vergisst, würde ich jetzt sagen, ja? Sinngemäß. Okay. Dankeschön. So, das auch zum Freie Sachsen Merch.
Ja, wir sind in Leipzig. Hier ist der Wahlkampfstand der Freien Sachsen vor dem Amt für Statistik in Leipzig. Man möchte hier von 10 bis 16 Uhr Unterschriften sammeln, um für die Kommunalwahl, die bald ansteht, ready zu sein, dass man hier auch seine Stadträte in den einzelnen Stadtteilen von Leipzig aufstellen darf. Ja, dafür werden grob über 200 Stimmen, ja, etwas mehr als 20 pro Stadtteil von Leipzig gebraucht, um ja, die Stadträte stellen zu dürfen hier in Leipzig. Und dafür, um hier noch ein paar Unterschriften zu sammeln, setzen sich die Freien Sachsen gerade ein. Und jetzt gibt es sogar eine Kundgebung. Sehr gut. Okay, es gibt keine Kundgebung, es gibt Musik. Okay. Ja, warum auch was sagen? Gut. Nee, es gibt Musik. Test, 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 Test. Oder? Oder nicht? Dich. Sonst reflektieren dich die Splitter dieser Schaufensterscheibe. Reflektiere dich nicht. Deine ekelhaften Würfe klingen laut in der Weite. Doch glaub nicht so laut, wie der Rauf deine Schreie. Aufmerksamkeit mit Catcalling untermalst du deine Männlichkeit. Dich überkommen deine Triebe, das tut mir aber leid. Sag's benommen, was von Liebe eine wirklich harte Zeit. Ich schau dich böse an, du sagst dir lächeln, was schätzen. Ich würd's ja tun, wenn ich es wollen würde. Fick dich, du bist Essen und da heulst du rum. Ein Mann darf nicht einmal Interesse zeigen. Dein Interesse zeigt sich nur als Übergriffigkeiten. Was hattest du im Denken, ziehen sich für Konsequenzen. Willst mit deinem Gejammer von meiner Wut ablenken. In der Patriarchalwelt dreht sich alles nur um dich. Und wenn du acht berühmte Täter fällen hier nicht ihr Gesicht. Doch das ändert sich, ja das ändern wir. Komm bei Nacht, vermögen, brauchen kein Schlaf nachts um vier. Komm, dass sie uns jagen gehen. Heute will ich Tote sehen. Die, die es verdienen, werden auf Knien um Vergebung flehen. Nichts da, viel zu lange schon gelitten. Tanne und was sie kann, nicht nur der Beat, hier ist Killer. Hallo, gibt's hier jemanden, der mit den Freien Sachsen reden möchte? Hallo? Verpiss dich, Junge. Warum soll ich mich verpissen? Eine, so kann man das nicht lesen, wenn das so nah ist. Ich habe keine Nazi-Kollegen. Keine Stimme für Faschisten. Also Sie wollen nicht mit den Freien Sachsen reden, ja? Vorsicht, hier ist eine Straße, nicht, dass Sie noch überfahren werden. Guten Tag, gibt es hier jemanden, der mit den Freien Sachsen reden möchte? Mit Nazis will niemand reden, verpiss dich, Mann. Ach so. Warum sind das Nazis? Das ist eine Nazi-Partei. Das ist eingestuft. Du musst mal lesen. Vom Verfassungsschutz. Der hat bestimmt auch die Antifa als linksextrem eingestuft. Ja, leider niemand an einem Dialog interessiert. Gut. Nicht mit mir, ja, sondern mit den Freien Sachsen. Wir reden nicht mit Nazis. Wie kommen Sie drauf, dass das Nazis sind? Na, weil das Nazis sind. Auch wieder genau die Form von Dialog, die ich liebe. Aber Oh,
Das geht doch ab hier. Hier. Einatmen, zuschlagen, ausatmen, Blut lachen. Jetzt werd ich gründlich gecheckt, wie am Flughafen. Alle anderen Deutschen hätten Alex haben zu warten. 7-0-2-0, wir geben dich nach vorne und du willst hier zu wissen. Wir kriegen dich zu schocken, der Rest hat einen ganzen Rund laufen. Wir helfen keine Kontraktionsstraße, sondern mit Basta und deine Eltern hier bekommen. Ich seh, ich technische Bewegung, mit dem Flackerlicht. Blut tropft auf den Asphalt, ist die Gegend, die Betroffen, die ich schlage. Schlagen dich mit Eisenstange und fucken dir teuer alles, Klamotten, Geld und deine Kabel. Lass das Steine aus dem Gehweg, die Hebe zum Siegeln und zum Verlieren. Ja, niemand weiß hier, wie viele Stimmen noch gebraucht werden. Leipziger Schule, Nazis und Bullen haben mein Scheiß hier zu suchen. Abpacken, Ort schieben, Raffia, Block, Riesen, Pusche, Tourinnen mit bis zum Tag, wo sie dich doch kriegen. Du denkst, die Löwe hocken aus den Toten, die da laufen, du willst uns sehen, ja, wir können gern durch mein Video fahren. Ja, so lassen sich die Schulden auf die Schnelle begleichen. Sag lieber nichts über mich, wenn du von mir keinen Plan hast. Noch mehr von deinem Scheiß Gelaber und ich mach mich gleich wieder strafbar. Kalte Herzen, Kacksachsen, hier werden Menschen nicht mehr warm. Leipzig, Ostdeutschland, Little Siberia. Faust in dein Gesicht, wenn du frech wirst. Stich in dein Bauch, wenn du testest. Es ist Randale, Bambule, Leipziger Schule. Nazis und Bullen haben mein Scheiß hier zu suchen. Faust in dein Gesicht, wenn du frech wirst. Stich in dein Bauch, wenn du testest. Bambule, Leipziger Schule, Nazis und Bullen haben mein Scheiß hier zu suchen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott hilft. Ja. Das wird hier radikal. Also jetzt ganz kurz. Union drehte für die deutsche Leitkultur und gegen in dessen Inhalt ich befänge, dass ich die Kultur nicht vor dem SS-Verfall und im zweiten Teil der AfD-Kurve dann und damit meinen Sie, dass ich gegen die Kultur nicht vor dem weitermachen in unserer Toleranz. Ja. Stell dir vor, du wohnst da und willst deine Ruhe. Ja. Das ist hier gerade schwierig. Wenn man da gerade aus der Nachtschicht kommt, auch zu Deutschland. Hat man gerade wohl das ein oder andere Problem. Ja, es gibt ja sowas wie Spontan-Demos. Von daher muss man, das kann man nicht träumen. Ja. Was es allerdings gibt, ist sowas wie das Stören einer angemeldeten Veranstaltung mit Musik. Dagegen kann man das schon vorgeben. Eben das Ordnungsamt vor Ort entscheiden, inwieweit ja, dieser Gegenprotest denn die angemeldete Demo hier behindert. Kannst du in den
was? Kannst du in den einen Laden gehen, wo die stehen und fragen, was sie davon halten, dass ihre Demo, was? Dass ihre Demo vor ihrem Laden stattfindet? Ja, was sollen sie sagen? Ja, das ist Leipzig. Wenn die sich da gegen diesen linken Protest aussprechen, haben die dann bald keinen Laden mehr, meiner Meinung nach. Also was werden die wohl sagen? Wo ist Kasek? Ich weiß es noch nicht. Wie viele Demonstranten sind da gerade? Mehr als 40? Ja, das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, so um die 15 Leute sind bei der Gegendemo. Nur bei den Freien Sachsen, die hier Stimmen sammeln wollen für ihren Einzug in den Stadtrat. Ja, das ist 6-7. Das Internet ist für uns alle Neuland. Also, es geht hier darum, dass die Freien Sachsen sich aufstellen lassen wollen für den Leipziger Stadtrat bzw. für die Leipziger Stadträte. Es gibt insgesamt für jeden Stadtteil in Leipzig einen Stadtrat. Es gibt um die 10 Stadtteile, das heißt, es gibt 10 Stadträte. Man braucht, um sich für einen Stadtteil als Partei bewerben zu können, 20 Unterschriften, also sprich etwas mehr als 200 Unterschriften braucht man, um hier in Leipzig in den Stadtrat einziehen zu dürfen. Dafür wird hier gerade beworben. Auf der anderen Seite haben wir eine Gegenveranstaltung. Ja, es wurde aufgerufen über linke Netzwerke, sich dieser Demo hier der Freien Sachsen, ja, das heißt, so gegenzustellen, das Ganze zumindest zu beobachten. Ja, dafür sind, glaube ich, die Menschen auf der anderen Seite hier. Boah, ja, ist klar, Alter. Meine Güte, machen wir das weg. Nein, ich wollte noch nicht. Was ist hier los? Weiß ich nicht. Boah. Ja, weil die Leute sind ja maskiert. Sind plötzlich so ins Rübergekommen. Ja, jetzt kommt man hier auf euch zu. Ja, das sind Dialogangebote. Ja, ist doch schön, wenn man hier vermummt, voll verschleiert irgendwas sagen möchte. Guten Tag, Sie sind ja gerade vermummt. In Deutschland gibt es ja das Vermummungsverbot, ja? Wollen Sie den Freien Sachsen was sagen? Nein. Wollen Sie was sagen? Sind Sie dialogfrei? Nicht aus. So, die Polizei bemüht sich tatsächlich langsam auch mal herzukommen. Wissen Sie, was ein Fascho ist, Mann mit der Maske? Es ist jemand, der andere Meinung nicht toleriert, sie angreift, hinterrücks rempelt zum Beispiel oder einschüchtern will. Das sind Faschisten, Freund. Wissen Sie eigentlich, wie die Sprache ist? Wo
unter Begriff rechts hergekommen bist. Oder links. Habt ihr mal davon gehört? In der Rechtschreibung steht das Gefühl. So. Warum geben sie dich nicht zu erkennen? Ja, es sind hier Gegendemonstranten auf der Seite der Freien Sachsen vermummt hier zum Teil. Ja, haben mich auch schon angerempelt. So sieht das aus, wenn hier die linke Szene einen Dialog starten möchte. Sehr stark regensturmlastig. Entschuldigung. Hier oben ist er jetzt. Jetzt haben sie nur gedreht. Sie müssen den Knick entfernen, nicht drehen. Ah, dann hol dir halt eine Brille, Mensch. Wir haben ja schon eine, das könnte ich mir nur leihen. Geh in die Schule und lern Deutsch. Könnte ich mir nur leihen. Ich werde so bleiben. Ich wurde so geboren. Ich wurde so geboren. Die Polizei sammelt sich jetzt auch langsam da hinten. Ja. Ja. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Vermummungsverbot, ja. Und jetzt mal ehrlich, der Typ, der da die Leute filmt, hat noch nicht mal sein Gesicht selber getan. Sag mal, das sind die eigentlich traurig, dass sie komplett gestern Entschuldigung, die zeigen ja ihr Gesicht noch nicht mal selber, filmen ja aber andere Menschen. Ja, wie ist das? Jetzt hat er natürlich seine Nase frei gemacht, als er sieht, dass die Polizei kommt. Ja, jetzt mal ehrlich, wen will er verarschen? Ja, wen will er verarschen? Freiheit.
dein Ego. Ich muss weiter zur Demo. Ich hab keine Zeit für deine Macht, du musst die Welt. Ich bin lieber gute Mensch, ein krasses Lobby. Denk an 10 Grad, 20 oder F-Bike. Ruf ihn gut, Mickey, wir treffen ab und ich sag. Nur jemand am Strand, doch noch die Docks voller Sand. Doch wir tanzen gerade Regen. Das gute Leben fängt an, chill am See. Die Zeit zieht vorbei, für mich kurz einmal frei. Wir sind der Geist, werfen die Klischees auf ihn. Bleib die Zeit, bleib besser weg, bleib bereit, kein Streit, die kommt an mit dem Stress. Ja, hier trifft gerade die Leipziger linke Szene auf die Freien Sachsen. Ja, ist doch, der Dialog findet doch statt, ist doch schön, ja? Ja, auf jeden Fall, ja. Mit Schildern vom Kopf. Ja, Schilder. Ja, hier steht keine Stimme für Faschistinnen. Ja, aber so richtig Stimme haben die Leute auch nicht. Nee, das stimmt. Leider. Para todas e todos direitos igual, ruído que nem carnaval. Antinacional, antinacional, movimento global. Vivas por vento, me bittet in Texas, lavate pulenden wieder verdreht. Widerstand ist nur als Zweck, nächster Zweck Widerstand. Alle gegen Staat und Patriarchat. Vater Tanks und Vater Staatsverrat. Feministische Demo, ey, Macker pöbelt am Rand. 30 Mittelfinger gehen hoch. Seltsam stimmt, keine Cops mehr da. So Plätze nicht mehr so groß. Groß, 187, Gruppe voller Macaroner. Sie kennen das Tapoli und genießen das Massaker. Schottala, Schlüssel aufgerutscht. Was du zu verdutzen, doch du ein kleiner Kreiser. Du bist Ach Gott, haben Sie eine Meinung? Ich bin live auf YouTube, wollen Sie vielleicht was sagen zu dem Theater hier? Wollen wir eventuell keinen Regenschirm? Haben Sie Angst vor der Kamera? Du bist doch hier in Weichweite, ja, genau. Ja, genau. Habe ich schon mal gesehen bei YouTube. Keine Angst vor der Kamera habe ich. Erstmal nicht. Also ich möchte ein bisschen im Hintergrund sein. Okay, aber ich suche halt nach Meinungen, Menschen, die halt ja, sagen können. Eine Meinung habe ich. Ja, aber können Sie die vor der Kamera sagen? Vor einer Kamera nicht. Ja, hinter der Kamera ist immer schwierig. Ja, ist immer schwierig, ja. Aber danke für Ihre Zeit. Ich wünsche trotzdem noch viel Erfolg. Und standhaft bleiben. Deine Seele gehört jenen, der am meisten bietet. Nutzt die Ablehnung ihrer, wenn deine eigenen Lügen die einzig plausible Alternative sein sollen. Dass du der Feind meines Feindes bist, macht dir nicht. So, das waren dann die ersten Berührungspunkte zwischen der Leipziger Antifa-Szene, keine Ahnung, linken Szene, und den Freien Sachsen. Ja, die Polizei hat doch jetzt etwas aufgerüstet hier, man hat doch ein paar mehr Menschen hier zusammengezogen an Einsatzkräften, für den Fall, dass das hier nicht nochmal so abgeht, weil es hätte, da ist keine Polizei dazwischen gewesen. Ne? Man hätte da auch ganz schnell hier die Fäuste fliegen lassen können, aber in der Tat ist es nicht dazu gekommen. Ja, und einer der Männer, die ganz vorne mitstanden beim Kontaktaufbau mit der Leipziger Antifa, war dieser Herr hier längs von mir. Der hier, wer war der Erste, der gerade mit der linken Szene in Kontakt gekommen ist? Ich glaube, war das nicht du sogar, der ganz vorne stand, als sie noch weniger waren? Die sind ja dann immer mehr gekommen. Ja, ich hatte da ein Gespräch mit einem. Kannst du sagen, was da passiert ist? Eigentlich nicht viel. Nicht viel, aber ein Gespräch. Also unser Pressesprecher Stefan Taupe kann das erzählen. Aber ein Gespräch, du kannst doch sagen, was du ausgetauscht hast da mit denen. Warum nicht? Hallo, hast du ein Problem? Ja. Was willst du? Das ging beidseitig und das war's. Und der kam ja schon voll vermummt zu dir. Ja, also er hat eine FFP2-Maske aufgehabt. Wahrscheinlich ist er krank, schwer krank. Wahrscheinlich, ja. Und dann kamen ja Stück für Stück mehr Leute. Ja. Aber trotzdem ist es ja nicht in Gewalt ausgearbeitet. Nee, ja, also die sind selbst noch unentschlossen. Die warten wahrscheinlich, bis es später mehr werden oder so. Und dann werden wir mal sehen, ob da noch was kommt. Aber bisher ist es relativ entspannt. Okay. Ja, schauen wir mal, dass das hier noch alles friedlich bleibt. Deswegen. Danke. Bisher alles locker. Danke. Ja, Polizei sichert jetzt auch den oberen Bereich der Kundgebung der Freien Sachsen etwas besser ab, ja, weil es war niemand da, ja, als da 6 auf 6 Leute nebeneinander standen. Ja, gut.
Aber gut. Man will ja dann doch nicht zwingend hier Gewalt haben, scheinbar. Auch gut so. Ja, und warum sind wir hier? Warum sind die Freien Sachsen hier? Ich will ja nur berichten. Ja, kommen die Unterschriften zusammen? In der Tat weiß das hier nur der Wahlleiter wohl. Und der wird wohl nicht zu sprechen sein, meine ich. Hier ist ein Wahlkampfstand von den Freien Sachsen. Man möchte an den Kommunalwahlen hier in Leipzig mit teilnehmen. Ja, die Kommunalwahlen sind aber nur zugelassen für Menschen, die in ihrem Wahlkreis mindestens 20 Stimmen zusammensammeln können. Das heißt, für insgesamt um die 10 Wahlkreise hier in Leipzig, dass man roundabout 200 Stimmen braucht, pro 20 für jeden Wahlkreis, in jedem Wahlkreis, um zugelassen zu werden, ja, für die Kommunalwahl hier in Leipzig. Darum geht es im Primären den Freien Sachsen, ja, der Gegendemo. Ja, geht es hauptsächlich darum, dagegen zu sein. Ja, man wünscht sich halt nicht ein Erstarken der Freien Sachsen hier in Leipzig. Ja, darüber möchte man wahrscheinlich da drüben Werbung machen. Allerdings in dem Dialog ist es jetzt auch noch nicht so gekommen hier. Nein. Aber zu Schlägereien ist es halt auch noch nicht gekommen. Ja, das ist auch die andere Sache. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Schönen guten Tag, ich bin ein selbstständiger Reporter live auf YouTube. Ich bin nur an dem Stimmungsbild der Menschen interessiert, warum die hier vor Ort sind. Und da interessiert mich natürlich auch Ihre Meinung. Hätten Sie vielleicht kurz eine Minute Zeit zu schildern, warum Sie... Ja? Okay, schade. Da sind auch noch ein paar Fahrradpolizisten hier angerichtet. Immer noch. Ich habe beide im Fernsehen gesehen. Im Fernsehen? Ja. Haben Sie Angst vor einer Kamera? Ich habe keine Angst. Sehr gut. Das Fernsehen? Mich? Nee, auf YouTube. Ach so. Ja, wollte schon sagen. Kaffee trinken. Okay. Warum sind Sie heute hier? Ich bin in der Stadt zu meiner Tochter ins Geschäft. Ja. Die arbeitet hier und vorher wollte ich bei Ihnen vorbei. Bei den Freien Sachsen wahrscheinlich? Ja, ich wollte hier meine Unterschrift leisten. Ah, okay. Also ganz edle Motive. Was sagen Sie zu den Freien Sachsen? Ja, das ist eine tolle Truppe. Die sollen nur weitermachen und sollen sich versuchen zu verstärken, nicht einschüchtern lassen. Und soll ich sagen, das ist ja, wir haben ja keine Alternative. Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns wehren. Ja gut, Alternative. Gut, wir machen hier keine Werbung für Parteien. Aber hier steht jetzt viel mehr Polizei als vorhin, als Sie hier gewesen sind. Wissen Sie, warum? Warum? Tja, weil man vielleicht den Stand kriminalisieren will oder weil man wartet, dass irgendjemand sich daneben benimmt. Sehen Sie auf der hinter sich. Ach, du liebe Zeit. Das ist ja unsere Zukunft. Die erarbeiten unsere Renten in Zukunft. Ja, und von denen sind ein paar maskiert hier rübergekommen und hatten dann nette Gespräche wohl mit dem einen oder anderen Herrn. Ja. Und da musste die Polizei dann wohl ein bisschen aufrüsten hier. Ja, damit gegen, ach so? Ja, also, wegen Gesprächen? Naja, Gespräche, es war ja dann schon etwas hitziger zum Teil geworden. Ja. Das ist mit den Leuten immer hitzig. Ja, ich weiß nicht, das sind wohl geborene Hitzköpfe. Ich finde es ja so schade, weil gerade als Reporter will ich mich eigentlich immer dazwischen bewegen und von beiden Seiten berichten. Aber hier wird man, wenn man sich dazwischen bewegt, zwischen den beiden Seiten überfahren. Ja. Sehen Sie da irgendwo Ähnlichkeit mit unserer Gesellschaft heutzutage? Ich hier Ähnlichkeiten sehe. Ja. Wenn man sich zwischen den Polen befindet, dass man dann überfahren wird. Ich verstehe das jetzt gar nicht. Ja, es gibt ja immer unterschiedliche Lager. Ja. Und dann gibt es ja Menschen, die versuchen, sich eigentlich aus allem rauszuhalten und ihr eigenes Leben zu führen. Ja. Genau. Und das ist ja sinnbildlich. Dort haben wir ein Lager, hier haben wir das Freie Sachsen-Lager. Und dazwischen, wenn man sich da aufhält, wird man überfahren. Also quasi Menschen, die nur in der Mitte sein wollen. Nee, das geht ja nicht. Das geht nicht. Ja, und was soll das denn? Die können einem doch leid tun. Diese jungen Menschen, die sind auf einem völlig falschen Trip. Aber die braucht die Gesellschaft, um das andere nicht so wachsen zu lassen. Wissen Sie? Auf was ist der richtige Trip? Ja, ich finde, der Nationale, der zu unserer Selbsterhaltung führt. Der Trip, der sich um junge Menschen kümmert, dass sie in Arbeit kommen, dass sie keine Drogen nehmen, dass sie bei Verstand bleiben und dass sie ihr Leben gestalten können und nicht solchen
dämlichen Sprüchen hier ausgesetzt sind oder sich aussetzen und anderen gegenüber noch laut und brutal werden. Das hat doch keine Zukunft. Das ist den jungen Leuten nicht klar. Das ist was soll aus denen werden? Gut. Die Politik missbraucht die. Die braucht die Dummheit, ja, deshalb sollen sie auch noch ein bisschen mehr einlullen. Wunderbar. Ja, es gibt ja auch positive Seiten von Cannabis. Aber okay, wenn Sie die Möglichkeit... Ja, aber das ist ja nicht gemeint. Okay. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit den Menschen da drüben zu sprechen, was würden Sie denen ganz gern sagen? Das weiß ich nicht. Dass sie mir leid tun. Ja. Das weiß ich, ich weiß nicht, mit denen kann man ja schwer reden. Was soll das? Die verstehen mich nicht. Die können mich nicht verstehen, weil sie nicht dazu in der Lage sind. Die wissen doch gar nicht, was ich meine. Ja. Wenn du kein Problem mit einer Kamera hast? Sehr gut. Du hörst mich schon. Ja, ja, aber... Das habe ich gesehen. Ich würde fragen, ob sie uns unterstützen. Ja, wollte ich. So, tschüss. Ja, vielen Dank. Alles gut. Möchten Sie noch was loswerden? Sie können doch gerne mitkommen. Ich muss auch Interviews führen hier. Wo soll ich anfangen? Ich hoffe, dass der Spuk bald zu Ende geht. Dass wir wieder ein normales Leben in Deutschland leben können. Ohne Einschränkungen. Ja. Und alles zielt ja darauf ab, dass das nur Ablenkungen sind. Warum? Das Ziel ist ja, den digitalen Euro einzuführen, beziehungsweise das Bargeld abzuschaffen. Warum? Das Bargeld wird abgeschafft. Warum will man das abschaffen? Tja, um mehr Macht über die Menschen. Das soll so werden, dass sie, dass bestimmt wird, was sie dann digital kaufen. Hm. Ob sie Brötchen kaufen oder Schuhe. Das soll alles bestimmt werden. Das steht ja im Hintergrund, darüber redet ja bloß keiner. Im Hintergrund dessen, was hier weltweit und vor allen Dingen in Europa passiert, ist eine Ablenkung zur Einführung des digitalen Geldes. Okay. Weil das die Leute dann auch nicht wollen werden. Alles klar, dann vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss. Und viel Spaß. Danke. Servus. Gut, ich wollte auch nur guten Tag sagen. Alles gut. Das ist meine Ecke hier. Hier stelle ich mich immer hin und beobachte es. Ja. Immer schade, dass man so Angst haben muss vor seinem normalen. Aber Vorsicht, da ist eine Kamera. Ist auf die Richtung. Das ist ein guter Ratgeber. Ja, ja, das denke ich mir halt auch. Aber nützt halt alles nichts, ne? Free Oma, ja. So, die Polizei ist da. Und ich glaube, dass wir die actionreichsten Momente jetzt erlebt haben. Guten Tag. Hallo. Hallo. Okay, nächsten Stimmen hier. Ich will eigentlich nur einen Schluck trinken. Aber solange wie das hier alles jetzt die Polizei im Auge hat, kommt es wohl auch zu keinen größeren Überschwänglichkeiten, meine ich. Die Polizei ist ja jetzt in der Alarmbereitschaft. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Polizisten, die jetzt hier nach dem Rechten schauen. Und selbst die Musik wurde eingegrenzt, dass es nicht mehr so laut ist. Auch da hat sich die Polizei wohl drum gekümmert. Also, Entschuldigung? Wird es jetzt wohl etwas ruhiger werden? Was sagt die Zeit? Ja. Gute 2,5 Stunden sind wir jetzt hier schon. Das heißt, es müsste irgendwo im Bereich 12:30, 13 Uhr sein. Ah. Heute Abend ist ja 18 Uhr noch die Demonstration für Bianca Witsche, um daran zu erinnern, dass sie jetzt heute seit einem Jahr aber im Gefängnis ist. Eine Ärztin, die, so wird ihr vorgeworfen, zu viele Maskenatteste ohne hinreichenden Verdacht ausgestellt haben soll. Ja, deswegen sitzt sie seit einem Jahr im Knast. Ja.
So verrückt. Sind die Freien Sachsen nicht für die Einführung der Monarchie? Okay. Männer nach wieder mit Rasen. Oder 13:12 Uhr. Ja. Eine Stunde können wir noch, ne? Stimmt, können wir noch. Dann können wir auch noch eine Kleinigkeit essen. Ja, obwohl Polizei von Anfang an dabei gewesen ist, kam es dann doch schon so Konfrontationen, sagen wir es mal so. Regenschirm-Army ist auch immer am Start. Ist mir egal, wenn ihr beleidigt werdet. Ich bin anonym, also kann ich das persönlich werden. Ja, trotzdem. Ist das eine Form, sich zu unterhalten? Glaubt ihr bald deutsche Bodentruppen in der Ukraine? Ja, mehr als Bodentruppen haben wir ja auch nicht. In Deutschland. Gegen Monarchie hätte ich auch nichts. Schlimmer als die momentane Bande geht's kaum. Zitat. Aha, hör mir auf mit dem Friseurtermin, ja. Bei 50.000 Abonnenten gehe ich mal zum Friseur, ja. Guten Tag. Haben Sie eine Minute? Sehr gut. Hallo erstmal. Sind wir live? Ja, wir sind immer live. Wir sind immer live. Ja, das. Obwohl ich gerade den Bericht gesehen habe aus Thüringen von gestern. Katastrophe. Bericht? Den Herrn. Maischreitetäfer. Das mit dem Flüchtlingsheim? Ja. Also die mit den Schirmen, sowas. Die Toleranten. Die Toleranten. Intoleranten. Genau, aber heute sind wir ja mitten im Wahlkampf gerade bei den Freien Sachsen. Ja, was verschlägt Sie denn hierher? Ich habe mal schnell unterschrieben hier. Ne? Eine Parteienvielfalt ist doch immer gut. Ne? Sie sind einer derjenigen, die hier die Extremisten unterstützen. Ja, das ist doch einfach. Ja, ich unterstütze einfach nur die Parteienvielfalt. Ne? Ja. Nebenher, also die Leute sollen ja ein bisschen Auswahl haben. Ne? Ja, in Deutschland gibt es ja die 5%-Hürde. Das ist ja sowieso schon ziemlich eingeschränkt von der Vielfalt her. Ja, ja, schauen wir mal. Ja. Da haben wir gleich auch ein schönes Schildchen noch. Ne? Ja, da oben steht ja kein Platz. Kein Platz für Nazis vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Ja. Das ist auch richtig so. Ne? Ich sehe hier auch weit und breit keinen Nazi. Na gut, ich kann den Leuten nicht in den Kopf schauen, aber ich sehe jetzt hier keine Hakenkreuze oder so etwas derartiges, was der besprechen kann. Offensichtlich so Schaustellen wie andere Menschen hier. So. Gut, der Antrag hält sich noch ein bisschen. Na gut, geht aber auch sechs Stunden hier, ja. Ah, ist schon schön. Hier ein paar Leute, die sich aufraffen. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit dem Gegenprotest ins Gespräch zu kommen, was würden Sie denen ganz gern sagen? Nein, das hat keinen Sinn. Das hat Gegenprotest. Gespräch zu kommen, die wollen auch nicht. Weil die haben keine Argumente. Die haben immer nur dieselben Standardsätze. Das hat ja keinen Sinn, ins Gespräch zu kommen. Weil die wollen nicht. Naja. Das ist eigentlich traurig. Ja, aber eine Demokratie lebt ja vom Dialog. Ja, ich meine, wenn die Leute sich nicht mehr mit Gesprächen... Ja, die unterhalten sich untereinander. Das ist der Dialog, der den reicht anscheinend. Ne? Also mit Weichreite-TV zum Beispiel, da wollen sie gar nicht. Ja, ich habe auch schon mit Leuten von der Antifa geredet. Ja. Das kommt sehr selten vor. Ja. Aber das ist halt, ne? Letzten Endes, wenn man die richtigen Argumente hat und Meinung ist, dass man im Recht ist, dann darf man doch auch in einem Dialog nicht scheuen. So, da wird vor Gewalt nicht zurückgeschreckt zum Teil, ja, dass man sich hier vermummt, dass man hier den anderen einschüchtert, mit droht, aber dass man sich mal mit Argumenten irgendwie austauscht. Ne? Also, da war ja gestern einer dabei,
so mit dieser Brille bis hierher vom Mund. Und da vorne, da, ja, hat schön aggressiv agiert, ne? Ja. Also hat mich gewundert, dass er die Polizei nicht rausgezogen hat. Na, hat der Spieler schon, ja. Die hat eine Anzeige kassiert wegen Körperverletzung. Gilt ja eigentlich immer noch das Vermummungsverbot. Ne? Ja, das ist ja sowieso. Ja, sehr vermummt. Ja, aber mit wegen der Maske ist das jetzt sowieso an Absurdum geführt. Ne? Man kann immer eine Maske aufsetzen und sagen, ja, schütze mich auf. Aber Vermummung. Da hat er dann diese Brille dann so, das war so sehr verdeckt. Ja, weil die Sonne wahrscheinlich so hell gewesen ist. Ja. Und die Ohren, die haben gefroren, da muss man natürlich auch die drüber stellen. Na gut, ich habe meine Pflicht getan. Ja, danke. Willst du noch was loswerden? Nö. Jemanden grüßen? Grüße alle Zuschauer des Kanals. Okay. Bleibt dran, abonniert den Kanal. Ganz wichtig, Reichweite herstellen. Weichreize herstellen. Genau. Oder so. Dankeschön. Ja, das war einer der Extremisten, die hier ihre Unterschriften leisten dafür, dass die Freien Sachsen Einzug bekommen können und gewählt werden könnten für die Stadtratswahl und Kommunalwahl in Leipzig. Ja, man braucht wohl gute 200 Unterschriften dafür. Und die sammelt man hier fleißig. Ja, diese Unterschriften können auch immer nur in den Zeiten von 10 bis 16 Uhr im Statistischen Amt für Statistik geleistet werden. Das steht hier vor mir. Theodor-Heuss-Straße 1, meiner Meinung nach. Da steht kein Platz für Nazis. Wir wollen auch keine Nazis. Ja. Ja, linke Hand stehen die Fahrradpolizisten, rechte Hand die normalen Polizisten. Sogar noch mehr geworden jetzt. 4, 10 auf der linken Seite. Und dann auch nochmal die Fahrradpolizisten auf der anderen Seite. Die sind auch nochmal, na keine Ahnung. Auch nochmal 4 Fahrradpolizisten auf der anderen Seite. Das ist jemand, der gerne auf den Bühnen steht, von der SPD, glaube ich. Da hat er ja Lust an einem Dialog mit den Freien Sachsen. Ach Gott, er redet gerade mit der Polizei. Da können wir jetzt schlecht dazwischen funken, glaube ich. Oder? Entschuldigung? Das hat er gehört. Jetzt ignoriert er mich. Oder ist die Musik hier so laut, dass man das nicht hört? Ja, gut. Warum sagst du immer das? Ja! Genau, ich. Ich glaube nicht, dass er reden will. Basti, machst du eigentlich heute Abend auch noch einen Stream? Ja, ich bin 18 Uhr dann auch noch bei der Demonstration von Bianca Witschel dabei. Dem einjährigen Gefängnisaufenthalt. Ja. Für Maskenatteste, ja. Für Maskenatteste. Wer spielt die Musik, der Stand oder die Gegendemonstration? Da kommt die Musik her. Schrei mal Hallo, ja. Abo gelassen. Danke fürs Abo. Könnt auch ganz gerne hier Daumen nach oben da lassen, wenn ihr meint, dass das hier mehr Leute sehen sollten. Oder teilen oder kommentieren. Naja, liken steht für Liebe und alles. Hey, unterhält sich hier gerade so gut mit der Polizei, hat so viel Spaß. Bin ich eigentlich. Oder? Umweltschutz direkt in den Trakt. Menschenwürde, ach was ist das?
Macht. Sie hat viel zu kalt in der Nacht. Du bewirkst etwas, das gibt dir Kraft. Haben mit den Taten das Feuer entfacht. Doch du bist gut. Die Macht ist Macht. Wir untersuchen dich, tasten dich jetzt ab. Wenn du der Gegendemo eine Sache fragen oder sagen würdest, was wäre es? Gegendemo, warum führen sie keinen Dialog? So, das würde ich ganz gerne fragen oder sagen. Ja, das wäre es doch. Und warum haben sie was gegen eine Kamera, wenn man denn mal einen Dialog von beiden Seiten mitbekommt? Darauf hätte ich wirklich ganz gerne meine Meinung. Können ja auch maskiert reden, ja? Die müssen ja nicht unbedingt ihr Gesicht zeigen. Aber reden, ja, reden. Was sind die politischen Ziele der Freien Sachsen? Ich habe es vorgelesen, aber ich habe es noch nicht ganz. Ich habe mal hier eine Wahlkampfbroschüre mitgehen lassen von dem Stand der Freien Sachsen. Und das habe ich alles schon vorgelesen. Ja, wer kann sich hier noch Stunden zurückspulen? Was haben wir hier noch? Das hier sind alles die Punkte, ja, die die Freien Sachsen fordern und wollen. Ja, Bildung, Erziehung in der Hand der Eltern. Sächsisches Kulturland schützen, eigene Ressourcen nutzen. Unsere Heimat ist nicht nur ein lebloser, austauschbarer Wirtschaftsstandort, sondern uralte Kulturlandschaft, deren Erhalt die Aufgabe aller Sachsen ist. Des Weiteren zu Zersiedlung und damit einhergehend Zerstörung landwirtschaftlicher Flächen ist Einhalt zu gebieten. Sachsen kann nicht zu großen Teilen aus eigenen Ressourcen mit Energie versorgen. Es gibt keinen Grund aus ideologischen Motiven darauf zu verzichten. Im Gegenteil, die Schaffung von Arbeitsplätzen im Energiesektor wird die Wirtschaft in Sachsen stärken und unabhängiger machen. Wir bekennen uns selbstverständlich zu unseren sächsischen Kohlerevieren und lehnen den Kohlekompromiss der Regierung entschieden ab. So. Wieder ein Punkt mehr. Die Freien Sachsen haben sich im Februar 2021 als Zusammenschluss vieler Organisationen und Initiativen in Form einer Sammlungsbewegung gegründet. Bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und gegen die geplante Impfpflicht entwickelte sich die Freien Sachsen zu einem Motor der Protestgeschehens auf der Straße. Gleichzeitig konnten wir unter anderem durch die über 150.000 Abonnenten im sozialen Netzwerk Telegram eine immer stärker gehende Öffentlichkeit aufbauen. Ob beim Widerstand gegen die aktuelle Asylflut oder beim Einsatz für Frieden und Völkerverständigung, längst sind die Freien Sachsen aus der politischen Landschaft unserer sächsischen Heimat nicht mehr wegzudenken. Wir sind überall dort, wo es notwendig ist. So. Entschuldigen Sie, haben Sie eine Meinung? Scheinbar nicht. Kann man denn so lange so intensive Gespräche mit der Polizei führen? Das sollte ich wohl auch mal machen. Entschuldigen Sie? Verzeihung! Na gut, ziehen wir weiter. Schönen guten Tag! Ich bin ein selbstständiger Reporter live auf YouTube. Ich versuche, ein Bild von dem ganzen Geschehen hier zu machen und auch, wie die Menschen darüber denken. Haben Sie vielleicht eine Minute Zeit? Augenblick nicht. Ich muss meine Tochter dringend aus der Schule abholen. Okay. Viel Erfolg dann. Ganz gerne, ja, ja. Aber was geht hier vor sich? Haben Sie Angst vor einer Kamera, oder sage ich es Ihnen? Worum geht's hier? Was ist also wir haben hier auf der Seite die Freien Sachsen. Die machen hier eine Wahlkampfveranstaltung, um die Kommunalwahlen hier in Leipzig fortführen zu können. Dafür brauchen die 200 Unterschriften in Leipzig, um Stadträte stellen zu dürfen. Und auf der anderen Seite haben wir quasi den Gegenprotest, so die linke Antifa-Szene, die das halt nicht möchte. Ja. Ja, sehen Sie, ich wirklich sonst gerne, aber das Kind wartet schon. Alles gut, also, aber haben ja. Sie einen Überblick. Ne? Ja, okay, danke schön. Bitte schön. So, jetzt müssen wir nur noch einen Schluck trinken. Kein Ton? Als ob. Bitte, hab ich jetzt keinen Ton, oder was? Das ist so deutschfeindlich. Das ist doch so christenfeindlich.
Kein Ton? Nein, wir haben Ton. Haben wir Ton? Ton ist da, okay. So, kann jetzt mal hier jemand meine Kamera halten? Entschuldige? Achso, machst gerade ein Audio. Kannst du mal kurz meine Kamera halten? Ich will nur mal einen Schluck trinken. Die filmt nach da. Mit der Frontkamera. Wie bitte? Nein, das ist ja live. Ich berichte ja live hier über das ganze Theater. Ich kann hier einfach ausmachen. Dankeschön. Fast gut. So ist gut. So ist besser. Ah. Was machst du? Du machst einfach ein Video, einen Blog oder was? Wie geil ist das hier? Ich übertrage das halt live auf YouTube. Achso, du bist hier Medienmensch sozusagen. Oh ja, ja, ein Reporter schimpft sich das irgendwo. Okay. Na dann. Eigentlich versuche ich immer so herauszufinden, natürlich, warum die Leute vor Ort sind. Ne, der ihre Argumente, wenn sie sich mal begegnen würden und austauschen würden. Ja, ich habe das vorhin gesehen, hatte aber einen Termin und ich dachte, ich bleibe mal kurz stehen. Ja. Für eine Unterschrift reicht es nicht, aber... Anhören kann man sich ja trotzdem mal alles, ne? Geht nur um Respekt, oder? Ja, das ist es halt, ja, aber... Also ich weiß nicht, ob du das vorhin mitbekommen hast, hier mit den Regenschirmen, wo sie da fast aufeinander losgegangen sind. Nee, da war ich nicht. Sind da Gegendemonstranten zu der Seite von den Freien Sachsen gegangen. Und ja, die Polizei war halt zu wenige und konnten da nicht eingreifen. Aber das ist halt zwischendurch mal ein bisschen wilder geworden. Aber es ging auch, hat sich jetzt keiner geschlagen. Aber es ist halt schon komisch, wenn da Leute vom Mumms auf sich zukommen, dann hast du natürlich auch erstmal ein bisschen. Ja, ja. Gut, dann. Ja, das steht auf der anderen Seite. Steht etwas von Bombardierung einer Brücke, irgendwann 1800 noch was. Ja, dann machen wir weiter mit dem Ding. Jo, mach ich. Dann danke. Ja, wir sind in Leipzig. Ja, hinter mir der Stand von den Freien Sachsen, die sich hier für die Kommunalwahl in Position bringen wollen. Ja, dafür müssen sie insgesamt 200 Stimmen auftreiben, um hier in Leipzig ja in allen Stadtteilen kandidieren zu dürfen. Ja, es gibt einen Gegenprotest auf der anderen Straßenseite, da hinten an dem Haus. Von da aus kommt auch die Musik. Man versucht halt hier die Veranstaltung in irgendeiner Form noch zu stören, Menschen vielleicht davon abzubringen, hier die Freien Sachsen zu unterstützen. Man wählt auch deswegen diesen Ort und diese Zeit von 10 bis 16 Uhr, weil hier auf der anderen Seite das Amt für Statistik ist. Ja, dort werden die Unterschriften sozusagen erfasst. Dort muss man hingehen, wenn man seine Unterschrift leisten möchte. Ja, dort wird eben auch geprüft, aus welchem Stadtteil man kommt. Ja, weil es braucht eben gute 20 Stimmen aus jedem Stadtteil, wenn man in allen Stadtteilen kandidieren will. Und das kann man halt hier alles nachprüfen. Der gläserne Leipziger. Sozusagen. In 100 Jahren werden diese Menschen darüber lachen, dass es rechts und links gab. Teile und herrsche ist die Phrase. Na, geh hin und unterschreib für mich. Okay. Ja, sag mal so, links und rechts. Ja, was ist rechts, was ist links? Ja, rechts konservativ, links ja, eher am Wandel interessiert in einer Gesellschaft. Ja, also das rechte Lager möchte eher Sachen beschützen, das linke Lager möchte sich eher für eine neue Wege, für ja, Fragestellen von Grenzen, Fragestellen von Geschlechtern, in Fragestellen von Sprache, ja, einfach alles wird da in Frage gestellt. Ja, und das rechte Lager möchte eben eins einfach bewahren. So. Und diese zwei Pole sind halt einfach Spinnefeind. Ja, du kannst in einer Gesellschaft nicht leben, wenn du auf Teufel komm raus alles für ewig bewahren willst, ohne dich hier und da anzupassen auf die Zukunft. Du kannst da aber auch nicht alles in deiner Vergangenheit wegwischen und sagen, ey, wir löschen das aus und gehen einfach neue Wege. So, es gibt schon sehr viele wichtige Sachen, die man bewahren muss. Und sei es nur die Familie, ja, sei es nur dieses Familienkonstrukt, dieser Zusammenhalt untereinander. Ja, selbst das, ja, es gibt ja linke Strömungen,
die sagen, dass die kleinste Zelle des Faschismus die Einfamilie ist. Ja, das gibt es, das gibt es. Ja, also im Zweifelsfall ist man da halt wirklich gegen alles. Ja. Aber es heißt trotzdem nicht, dass Linke per se Unrecht haben. Ja. Wenn man die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sich anschaut, ja, dass Frauen wählen dürfen, also das kommt eben auch aus der linken Szene. Ja. Also da muss man eben auch sagen, gibt es auch nicht ohne Grund. Natürlich schießt man auch hier und da mal übers Ziel hinaus, aber das gilt ja für beide Seiten. Ja, das kann man eben auch sagen. Aber wichtig ist es natürlich, dass man sich niemals einer Extremismus hingibt, sondern dass man immer schaut, dass man vielleicht auch noch die Sachen, die Probleme mit Worten klärt. Ja. Das wäre natürlich schön, aber so auch nur meine extremistischen Haltungen und Standpunkte und Meinungen, ja, kann natürlich auch jeder ganz anders sehen. Kann auch sein, dass rechts das Böse ist und links das Gute, ja, oder andersrum. Mein Gott, sei es wie es sei, gibt ja Meinungsfreiheit, ne? Oh. Aber eigentlich hatten wir alles, ja. Wir hatten Gespräche mit Außenstehenden, wir hatten Gespräche mit Freien Sachsen, wir hatten fast Gespräche mit der linken Szene, Polizeieinsatz, Regenschirme. Eigentlich kann ich gehen, oder? Kurz den Freie Sachsen-Merch erklärt. Aber ich kann noch mal kurz auf das Wahlprogramm der Freien... Entschuldigen Sie? Haben Sie Zeit? Keine Zeit. Ja. Kann ich Ihnen von der frohen Botschaft erzählen? So, was haben wir hier noch? Das Freie Sachsen-Wahlheft. Oder? Zum Besseren unsere Grundsätze, wofür die Freien Sachsen stehen. Also sind allgemein die Grundsätze, jetzt nichts auf Leipzig bezogen. Ja? Im Mittelpunkt stehen für uns dabei zwei zentrale Forderungen. Die Freiheit jedes einzelnen Bürgers, der selbstbestimmt und souverän entscheiden soll, statt sich staatlichen Gängelungen zu unterwerfen. Die Freiheit unseres Sachsens, das nicht länger aus Berlin oder gar Brüssel ferngesteuert werden darf. Wir wollen vor Ort entscheiden, was uns betrifft, und dafür setzen wir uns ein. So, und die letzten zwei Seiten, oder eine Seite, gibt's zum Abschluss. Darf ich nicht vergessen. Ja, war auch bei der Gegendemonstration, da wollte man aber nicht reden. Und weiß Gott, ja, ich hätte denen bestimmt eine Minute, zwei Minuten Zeit eingeräumt, in der die mal richtig hätten einen vom Leder lassen können, ohne dazwischen zu grätschen, wenn man das gewollt hätte. Aber man will nicht. Man will das nicht. Achso, gut, da weiß ich jetzt, wo ich weiterlesen muss. Ja, es gibt dann auch noch einen Friedensprotest in der Innenstadt und heute Abend 18 Uhr den Bianca Witsche-Protest, ja, eine Ärztin, die wegen unzulässiger Maskenatteste seit einem Jahr im Gefängnis ist. Ja. So sieht das aus. Ja. Ja, also es sind gute 20. Ich glaube, es waren um die 23, 24 Stimmen, die man pro Bezirk braucht. Roundabout. Wie lange hat die Mondwurf-Robot? Ist das? Bis 18 Uhr. Keine Garantie hier, ja? Keine Garantie. Aber heute sind schon einige Unterschriften zusammengekommen. Über diese Unterschriften kann man ja auch noch einen längeren Zeitraum leisten. Es kann jeder unterstützen, der aus Leipzig kommt und für seinen Stadtteil dort die Stimmen abgibt. Das geht. Ja. Man muss schon hier aus der Gegend kommen. Ja. Kann nicht jeder unterschreiben, außer ihr wollt, dass vor Ort die Freien Sachsen auch in euren kommunalen Stadtratsbezirk einziehen. Dann geht es natürlich auch. Welche Mucke soll denn laufen? Wolfgang Petri, meine Rasur, was weiß ich. Du bist müde und ich trinke gerade einen Kaffee. Würde den zweiten gerne mit dir trinken. Ich auch. Ich auch aufgewacht. Auch passender Name. Ich war heute aber auch schon um 6 wach. Keine Ahnung warum. Weichreite, mach mal einen Kameraschwenk. Die gucken alle
Oh nein! Schweine. Schweine. Machen wir es auch. Sehen wir das Auto. Okay, sehen wir das Auto. Gilt das für alle politischen Mitbewerber? Ja. Also ich glaube, es ist speziell so, wenn man zum ersten Mal sich als Partei aufstellen lassen will. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das schon hinter sich hatte. Ja? Ich glaube, die Freien Sachsen machen ja hier das erste Mal Kommunalwahlkampf in Leipzig. Ich glaube, da muss man die Unterschriften sammeln. Ich denke, sonst ist das wohl nicht so problematisch. Deine Kameralinse geht wieder. Nein, sie ist kaputt. Meine, auf der anderen Seite der Kamera, ja. Ich kann deswegen nur mit meiner Selfie-Cam hier berichten. Sag Wallach. Bauern können schon gut mit Gerätschaften umgehen, oder? Ja, das bringt Quote, ja. Irgendwas wird da gerade geplant, glaube ich. Will man wohl doch noch ein bisschen Action machen hier. Ist ja ein der Ordner, der da hinten irgendwas managt, zu den Bannerträgern da spricht. Irgendwas von wegen lang machen. Er redet auf jeden Fall viel mit seinen Händen. Er dreht sich viel. Aber was soll das bedeuten? Nach da. Was ist das? Kann jemand Lippen lesen? Nein. Ich weiß es nicht. Unsere Männer hier im Chat, okay, ja, ich gehe woanders hin. Gott. Schlimm seid ihr, schlimm. Ja, alles wird gut, wenn hier 15 Polizeileute darauf aufpassen, dass hier ein freier Sachsenstand existieren darf. So, jetzt könnt ihr die Antifa sehen. Er steht mit Rütschek wie Lippenlesen. Ja. Schönen guten Tag. Achso, Sie gehören doch hier dazu. Ja. Ja. Ich wäre gerne voller Zuversicht. Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt. Ach ja. Was sagt die Zeit? 13:41, ja. Eigentlich auch eine gute Zeit, oder? Weichi, reinigst du auch mal deinen Pelz? Das ist der selbstreinigend, ja. Wenn es regnet, dann wäscht das den ganzen Schmutz wie durch Zauberhand wieder raus. Und einmal im Jahr gebe ich denen die Reinigung, okay. Ja, wahrscheinlich. Alles wird gut. Nein, wird nicht alles gut. Ja, so schöne Musik. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ja. Wie lange engagiert? Die Melodie mit den Texten zu verbinden, ist wirklich meiner Meinung nach psychogen. Nach meinem Empfinden. Weil Indoktrination bedeutet ja, in erster Linie, dass ich dir meinen Willen aufzwinge, dass ich nicht bereit bin zum Gespräch. Das ist Indoktrination. Alles wird gut. Ja. So, wenn du aber dann Faktenthemen thematisierst, über die ganzen Fakten redest, was ist wirklich Nazi und solche Sachen, locken die ab. Oder warum es das auch gerade nicht so gut ist für manche Leute. Für mich ist das gerade so. Nach meinem Empfinden. Weil du dich nicht normal unterhalten kannst. Und vor allem wird nicht alles dadurch gut, dass man irgendwo an der Straßenrand steht und diese Musik hört. Ja, wer weiß. Ja, wenn du es dann noch ständig hörst, die Musik, genau so ist es. Ah ja. Früher haben wir die Kinder alles gemerkt, wenn sie zu spät zum Abendbrot kommen, kommen sie verdrängt an, wie mhm. Und heute laufen die mit solchen Brillen durch die Straße und die Fangbeschaut. Brillen? Ja, hier die Oculus Rift, hier diese Metaverse-Brille. Ja. Laufen über die Straße. Ja. Das ist
Die Zukunft lässt sich halt nicht aufhalten, da, ja. Hallo. Man hat auch schon versucht, Nähmaschinen kaputt zu schlagen, weil man Angst davor hatte, dass die den Schneidern die Jobs wegnehmen. So wird sich auch das Metaverse in der Zeit durchsetzen, ja. Mark Zuckerberg sei es gegönnt. Ja, wenn es stirbt, stirbt es jetzt. Der Promille. Wollen Sie uns unterstützen? Oder haben Sie Fragen? Nein. Oder haben Sie Herzenswünsche? Die hier. Meine Verwandten sind auch in den nördlichen Lachen. Nicht immer aus. Warum sollten wir das tun? Ja, ich finde, das wäre eigentlich nur eine schöne Sache, ja, die freien Sachsen mal noch auf Cannabis anzusprechen. Aber ich glaube, wenn sie da eine negative Haltung zu haben, machen sie sich hier in Leipzig nicht viele Freunde. Hm. 3 Stunden sind wir jetzt schon hier. Über 3 Stunden. Ah, die Zeit ist schon im Flug vergangen, ja. Führen wir noch ein abschließendes Gespräch? Dann können wir noch mal gucken, ob der Gegenprotest noch mit uns reden möchte, Meinungen erzählen möchte. Und dann, wenn die Dame geht, können wir noch mal interviewen, glaube ich. Was die von den Freien Sachsen hält, die hatte sich jetzt gerade in längerer Zeit bei dem Stand aufgehalten. Entschuldigung, ich komme gerade vom Stand. Ich habe gerade gesehen, sie haben sich ja angeregt unterhalten, ja, mit den Leuten von den Freien. Ja, viel nicht, aber... Ich bin selbstständiger Reporter, live. Ja, ich weiß, ich kenne sie. Kann ich sie dazu kriegen, dass sie kurz ihre Meinung sagen? Wozu jetzt? Wofür jetzt? Genau, warum sie heute hier sind. Ich bin heute hier... Ist das okay? Ja, okay. Ja, ich war hier, weil ich meine Unterstützerunterschrift abgegeben habe. Für die Freien Sachsen? Freien Sachsen für die Kommunalwahl. Okay. Waren Sie schon ein bisschen länger im Gespräch jetzt? Nein, ich habe oben erst mal einen jungen Mann kennengelernt, der mir dann mich angesprochen hat. Und ich wusste auch, dass der Stand hier ist. Ich wollte da mal nachfragen, wo man sich in Leipzig mal hinwenden kann, wenn man mit solchen Leuten sich treffen möchte. War mit Menschen, mit denen man sich uneingeschränkt unterhalten kann. Das war jetzt so meine Kondition dafür. Wo man noch sagen darf, dass es 2 Geschlechter gibt. Zum Beispiel, ja. Okay. Warum die Freien Sachsen? Weil die viele Ziele haben, die ich auch vertrete, weil ich in Sachsen lebe, ich bin in Sachsen geboren. Wir haben lange in Düsseldorf gelebt, aber wir sind wieder zurückgekommen. Und weil eigentlich alles, was die an Zielen verfolgen, sind so genau wie meine Meinung. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen aufschrippen, die habe ich nicht alle im Kopf. Okay. Also Sie haben ein gutes Gefühl bei den Menschen sozusagen. Ja, habe ich. Ich verfolge die schon länger im Internet und wie gesagt, also das ist safe. Wer ist Ihr Liebling bei den Freien Sachsen? Habe ich eigentlich keinen. Der Herr Kohlmann wahrscheinlich. Der Herr Kohlmann, okay. Weil er so gut reden kann? Oder? Naja, nee, er hat auch gute Sachen, die er vorhat oder so, sage ich. Er macht das. Aber sonst kenne ich niemanden weiter. Das ist ja genau das Problem, weshalb ich Kontakt suche, weil ich noch niemanden kenne. Ja, dann viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Gibt es noch was Sie loswerden möchten? Nein, ich denke, das war alles. Soweit. Alles klar, dann haben Sie noch einen schönen Tag. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Okay. Alles Gute. Entschuldigen Sie, ich bin ein Reporter live auf YouTube. Ich versuche hier ein bisschen Meinung einzufangen von dem ganzen Demonstration. So. Möchte noch jemand ein abschließendes Gespräch mit mir führen? Ja, der Stefan.
Michael zu sprechen. Der zeigt einer auf den anderen. Michi, Michael hier. Brünger. Nee, Stefan kann das. Der ist der Pressesprecher hier für die Freien Sachsen Leipzig. Robert. Robert. Der ist schon abgehauen. Da ist er. Da hinten auf der Bank? Jawohl. Nee. Dahinter noch. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal dahin. Die Bank geht auf. Okay. Hallo? Ja, muss. Ich kann auch mal mit einer Frau sprechen. Nein? Okay, dann nicht. Ja. Ich wäre nicht so aufdringlich gewesen. Hätte ich akzeptiert. Aber okay. Ja, das ist jetzt natürlich im Gespräch. Gut. Dann warten wir noch, bis das Gespräch vorbei ist. Mann, ich habe auch immer ein Glück. Ja. Ja, im Gespräch natürlich gerade. Ja. Willst du noch was loswerden? Klar. Gerne. Na dann, hallo, was treibt dich heute hierher? Ja, mal wieder zu Besuch. Und habe ich jetzt nicht mehr live gesehen. Habe ich mir gedacht, okay, dann gucken wir mal rüber. Ja. Ein bisschen Anwesenheit proben, sofern es möglich ist. Ja. Ja, die Highlights hast du verpasst. So, ja. Also es gab schon kurze Kommunikationsversuche seitens der Gegendemonstranten mit Schirmen vermummt und so ist man hier rüber und hatte. Ich hatte dich kurz im Livestream gesehen. Ja, okay. Ja. Hatte ich erst gedacht, du bist an der Kalifornien, da ist auch ein Wende. Ja, nee. Okay, ist das jetzt da oder da? Aber in den Chat reingeguckt. Die Polizei ist jetzt da und ja, mit 15 Leuten standen sie hier vor sich. Geht ja leider Gottes nicht mehr ohne. Ja. Bedauerlich. Leider redet man nur übereinander und nicht mehr miteinander. Vor allem nicht, wenn eine Kamera läuft. Ja, dann ist es ja dokumentiert. Ja, dass man doch miteinander redet oder dass man vielleicht doch nicht so die zerstörendsten Argumente hat. Richtig, ja. Ja, schade, dass man so viel Angst hat, ne? Ja, zum Glück gibt es keine Leute, die mal wieder deine Mütze wollen. Sag das nicht. Hier. Der dritte Weg will mir meine Mütze zu fressen geben jetzt. Also schlagen sich alle Extreme um meine Mütze. Aber so weißt du, dass du in der Mitte stehst, weißt du? Wenn du links und rechts Feinde hast, dann weißt du, dass du irgendwo in der Mitte stehst. Ja, wie gesagt, ich sehe es halt immer von der Ferne als, ich sag mir, dritte Person von oben, vom Ausland her gesehen. Ja. Und es ist immer wieder beeindruckend und schade. Schade, ja. Möchtest du noch was Abschließendes loswerden? Dann führe ich gleich noch mein Abschnittsinterview und dann gucke ich noch zum Markt heute, glaube ich. Was ist heute noch los? Friedensbewegung oder Friedenswende 2023 ist, glaube ich. Das ist sowas, was eine Anmelderin der Montagsspaziergänger damals, als es noch drei gleichzeitige Montagsspaziergängerzüge gegeben hat, jetzt hier auch, glaube ich, jeden Mittwoch in der Innenstadt macht. Die ist ausgewichen. Die war früher auch immer montags dabei und dann ist sie aber, weil es zu rechts war, irgendwie montags gelaufen, ist sie dann Mittwoch gegangen. So die Annette. Ich weiß nicht. Sag mir noch was. Ja. Und da gucke ich mal vorbei, da war ich lange nicht mehr. Ja. Zuletzt habe ich da hier Negut getroffen und seine Schergen. Da gab es eine Schlägerei bei ihrer Veranstaltung. Und keine Polizei natürlich dabei. Deswegen gucke ich mir das heute mal an. Ja, dann, wenn man sie braucht. Ist sie nicht da. Ja, es ist aber auch schwierig. Die Polizei kann auch nicht überall sein. Richtig, ne? Das ist es halt auch. Das ist natürlich auch das Neutralitätsgebot der Polizei, was vollkommen richtig ist. Ja. Ich sag mal, sie hat für den Schutz zu sorgen von beiden Seiten. Das muss man natürlich immer wieder dazu sagen. Aber wenn eine Seite halt Steine auf sie wirft, dann ist es halt auch schwierig, die ja zu beschützen wahrscheinlich. Definitiv. Keine Gewalt an der Stelle, auf keiner Seite. Ja. Aber ich bin zumindest froh, dass wir keine französischen Verhältnisse haben, beziehungsweise wie in Brüssel momentan, wo es ja auch nicht gerade ohne ist. Mhm. Da bin ich noch froh, dass es hier ruhig ist. Mal schauen, wie lange noch, wenn es so weitergeht. Mal schauen. Ich meine, gut. Die Franzosen, die haben den Banker zum wichtigsten Politiker ihres Landes gemacht. Und wir werden es vielleicht mit Merz auch noch hinbekommen, einen Banker zur wichtigsten Person unseres Landes zu machen. Ja, irgendwie müssen die Bomben von BlackRock werden Richtung Osten. Ja, was soll da schon schief gehen? Ja. Oh Mann, das kannst du echt nicht ausdenken. Aber gut, irgendwann lernen wir auch aus der Geschichte, glaube ich. Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, ne? Dann gucken wir mal bei den Freien Sachsen rum und vielleicht nochmal beim Gegenprotest, da wollen die auch noch was sagen.
So, du sollst hier derjenige sein, der unbedingt vor die Kamera möchte, habe ich gehört. Nee, jetzt zeigt einer auf den anderen. Die haben alle, die haben zu zweit haben sie auf dich gezeigt, du musst jetzt was sagen. Du musst immer die nehmen, die es zeigen. Ja, eigentlich schon, ja. Aber mal, ich habe heute schon mit allen gesprochen, von daher. Wenn sich ja Demokratie, wenn sich alle einig sind, dann trifft es halt jetzt dich, okay? Ja, das ist so, zwei von drei Leuten finden Mobbing gut, nicht? Nee, 9 von 10 sogar. 9 von 10 sogar. Ja, ja, also das ist eigentlich dann auch Demokratie in reinster Form. Ja. Genau. Ich wollte abschließend noch sagen, wie fandst du den heutigen Tag? Das ist jetzt ganz gut, oder? Es gibt viele Leute, die für den Freien Sachsen unterschreiben. Wir haben eine kleine Gegenprotest, der Standverträge angenommen. Also ist das super. Einen kleinen Polizeieinsatz ausgelöst hier. Da ist auch mal was los in Leipzig. Wie sich das gehört. Genau. Gibt es noch was die Freien Sachsen noch loswerden möchten? Ja, wenn ihr noch Zeit habt, kommt gerne hier nach Leipzig auf die Thomasusstraße zum Unterschreiben für uns. Wenn das heute nicht schafft, dann geht gerne mal noch einen anderen Tag. Also würden wir uns sehr drüber freuen. Okay. Gibt es noch was du loswerden möchtest? Was ich loswerden will? Das ist eigentlich schon eine ganz wichtige Sache. Weil wenn wir die Unterschriften nicht zusammenbekommen, dann können wir die da drüben nicht im Stadtrat ärgern. Ärgern? Ja. Gut. Dann soll es von mir gewesen sein. Noch viel Erfolg weiterhin. Danke. Und ja, alles Gute. Ja. Gucken wir mal noch zum Gegenprotest, ob die abschließend noch irgendwas sagen wollen. Wo machen wir das am besten? Machen wir das hier unten? Es ist halt das Blöde, dass man hier nicht in der Mitte sein kann, ohne überfahren zu werden. Das heißt, wir müssen eher auf die eine oder auf die andere Seite. Aber da drüben kriege ich halt auch nur Regenschirme ab. Das ist halt auch blöd. Ja, Gott, diese Straße. Möchte ich denn noch jemand was Abschließendes sagen? Okay, gut, möchte niemand mehr reden, dann soll es das an der Stelle auch gewesen sein von dem Protest hier vor Ort. Guten Tag. Mach dich weg! Möchten Sie nicht reden? Nee, ich will nicht reden. Warum nicht? Ich will, dass du verschwindest. Möchten Sie was sagen? Ja, Micha, und du erst recht. Hast du auch nur Angst, wieder nach Dortmund zu kommen, hä? Gehen Sie mal bitte von der Straße runter an. Dann lässt man einen Vogel. Sie gehen bitte von der Straße nach Dortmund. Das ist mein Auto. Dann gehen Sie davor. Darf ich doch in mein Auto steigen? Sehr gut. Ach ja. Ach Gott, kann ich noch irgendwo sein, ohne einen mittleren Polizeieinsatz auszulösen? Ich glaube nicht. Ach, Mann. Gut, dann soll es das gewesen sein. Bis später, vielleicht noch von der Innenstadt oder halt von dem Protest von der Frau Witschel. Wir sehen uns und hören uns. Ja, tschüss. Obwohl, ich lasse es mal lieber noch an. XXL in